Wollen wir wirklich heute wieder Star Wars bashen? Nach den letzten Wochen, in denen wir schon so viel Star Wars gebasht haben. Was sagt ihr? Ja. Nein. Nein. Also nicht Star Wars im Allgemeinen, aber zumindest bestimmte Filme der Star Wars-Saga. Nee. Nee, heute nicht. Heute reden wir nicht schon wieder. Ne? Nee. Wir reden über anderen Kram. Aber damit ein herzliches Willkommen zu Cinema Strikes Back. Dem besten Podcast oder allgemein dem besten Kanal, wenn es um Filme, Serien und Comics geht. Und unserem Podcast-Format Cinema Talks Back. Hallo Jonas. Hallo Alper. Hallo Marius. Hallo Alper. Hallo Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Hallo Alper. Hallo Jonas. Nein, ich bin Zuhörer und Zuhörer. Aber ich sag dir auch noch Hallo, weil wir uns nicht begrüßt. Achso, hallo Marius. Jetzt haben wir alle. Hallo Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Funkabgeordnete und Angela Merkel. Hallo Angela Merkel, natürlich geht Shoutout. Shoutout an die Bundesregierung. Warum auch immer. Macht eure Steuererklärung richtig. Aber das müssen wir auch, denn wir gehören ja zu Funk von ARD und ZDF. Wir sind ein öffentlich-rechtlicher ein Kanal, in dem Menschen lernen zu sprechen. Diesen Podcast gibt es auf YouTube mit Bild. Da könnt ihr unsere wunderschönen, nahezu perfekten Gesichter bewundern. Oder einfach nur zuhören, falls euch unsere Engelsstimmen schon genügen. Dann könnt ihr auf Spotify, Deezer, iTunes und per RSS-Feed einschalten. Nein, Jonas, bitte keinen Witz machen. Den hast du jetzt die letzten drei Male schon gebracht. ich habe euch ein wunderbares Thema mitgebracht. Aber das kennt ihr, das Thema. Ich habe es euch gestern bereits angerissen. Ja. Es geht nämlich um Filme mit seltsamen, weirden, teilweise miserablen, teilweise auch einfach unpassenden Subplots. Also, was ist ein Subplot? Ein Subplot, also so Erzählsträngen. Subplot, für alle, also, die es nicht richtig gehört haben. Also ein Film hat eine Geschichte und manchmal gibt es da so kleine Geschichten da drin und da sind Subplots. Genau. Ja. Manchmal bestehen Filme nur aus Subplots, scheinbar. Wachsuppe. Meistens Wachwuppe. Das heißt Wuppe. Oft ist es aber so, dass selbst ein großer Blockbuster, der wirklich ganz konventionell geschrieben ist, immer noch einen B-Plot, manchmal auch einen C-Plot hat. Oder sowas wie Sopranos, das einfach Plot nach Plot nach Plot nach Plot hat. Plot, Plot. Und das ist auch übrigens so eine wissenschaftliche Betrachtung der ganzen Sache. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dass Serien über die Jahrzehnte, also wirklich Fernsehserien, man sagt ja immer, die werden immer komplexer und die werden immer anspruchsvoller. Das beinhaltet unter anderem, dass die immer mehr Subplots bekommen, immer mehr Erzählstränge. Also sowas wie Game of Thrones zum Beispiel ist in den 80ern relativ undenkbar, sowas zu finden. Beziehungsweise schwierig gibt es, aber schwierig. Und heutzutage gibt es viele Serien, die so sehr, sehr, sehr viele Erzählstränge haben. Viele Schauplätze, viele Figuren. Das liegt ja auch daran, da wir Streaming-Angebote haben, dass das alles verfügbar jederzeit. Und früher musste eine Serie halt so sein, dass man jederzeit einsteigen konnte. Und deswegen gibt es diese Monster of the Week oder Case of the Week Sachen, dass man jederzeit einsteigen konnte. Und deswegen gibt es bei älteren Filmen, so bis in die späten 90er, würde ich sagen, 2000 herum, wenig komplexere Stories. Absolut. Ja. Ich habe weniger. Auch, nicht? Kein. Ich habe auch nie so manche Geschichten nie wirklich gecheckt, keine Ahnung. Bei irgendwelchen Serien, wo man einfach mitten einsteigt. Ich wusste nicht, dass die fünfte Staffel die dritte Folge. Ja. Und ich habe auch nicht vermisst, eine Folge nicht gesehen zu haben. Was war denn die letzte Serie, die ihr auf diese Art und Weise geguckt habt? Weil bei mir ist es Fringe. Fringe habe ich tatsächlich. Cringe. Cringe. Ja. CSBs. Ja. Cringe. Da war ich aber auch verwirrt tatsächlich, weil teilweise geht das und dann so, ist das jetzt eine Wiederholung? Ist das, wie viel habe ich verpasst? Weil hat man ja schon viel verpasst, wenn man so ein, zwei Folgen gesehen hat. Ja, das stimmt. Aber das ist bei Akte X ja zum Beispiel auch der Fall, wenn man so die übergreifenden Erzählstränge anguckt. Ja. Es wechselt ja tatsächlich da von Folge zu Folge. Ja. Was war denn so das Letzte, was ihr so? Fringe bei mir auch. Aber es waren eher so Sitcoms, ne? Scrubs, linear geschaut noch. Ich nicht. How I Met Your Mother? Ich habe Scrubs sehr viel geschaut, aber wirklich nicht so linear Staffel 1 angefangen. Doch einmal habe ich das gemacht im Nachhinein, aber. Also ich meine im linearen Fernsehen. Ja, ja. Also, aber ich war. Doch, bei Scrubs habe ich das bei 1 angefangen. Aber ja. Man war ja abhängig, man ist ja abhängig. Früher Friends. Anderes. Ich habe mittlerweile auch jetzt vor 2 Jahren oder sowas mit meinen Friends Run gemacht und alles nochmal geguckt, von Anfang bis Ende. Aber ohne deine Friends, aber. Ohne Friends, genau. Aber das habe ich früher auch immer nur so hin und wieder mal geguckt. Ja. Hast du die Reunion gesehen? Nee, noch nicht. Ist aber auch. Also mein Interesse ist so sehr gering daran. Also ich habe irgendwann. Ich bin jetzt überhaupt kein großer Friends-Gucker gewesen. Ich habe da nie einen Anstieg zu gefunden. Ich dachte so, ach, die drehen vielleicht irgendwie eine neue Serie. Ja. Aber es ist halt dieses klassische, hier ist der Cast und wir talken. Das gab es ja auch bei diversen anderen älteren Sitcoms. Dann gibt es hier ein paar Fun Facts. Ja. Oh, und Gunther kommt auch oder wer auch immer. Und ja. Ich glaube, die letzte Serie, die ich wirklich so
im linearen Fernsehen geschaut. Ich schaue aber auch seit ewigen Zeiten kein Fernsehen mehr. Ich glaube, das war Desperate Housewives. Oh ja, habe ich auch. Ja. Aber da hat man da auch immer was verpasst, wenn das man meine Folge nicht angeschaut hat. Das hängt zusammen, genau. Das ist nicht Monster of the Week. Ja, Dr. House. Auch da gab es auch mal Case of the Week, aber auch diese ganzen Subplots von den Beziehungen untereinander mit den Leuten. Da fällt mir auch ein Monk, habe ich auch relativ viel geguckt. Das musst du aber in der richtigen Reihenfolge. Ja, eigentlich schon. Ja, aber habe ich halt nicht. Bitte? Weil Monk halt. Monk, also, wenn du es durcheinander guckst, dann. Ach so, deswegen. Ja, ich verstehe. Aber auch da gibt es ja durchaus vieles, was so eigentlich zusammenhängt. Ja. Aber man kann trotzdem auch immer wieder reinschalten. Das ist ja auch bei manchen Serien einfach die Stärke. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es vor allem um Filme. Mhm. Und zwar Filme, die, wie gesagt, so einen Erzählstrang haben. Und damit kommen wir jetzt zurück zu dem, wie der Podcast begonnen hat. Ich will es einfach direkt mal abhaken. Ich fand es so witzig. Ich habe mir dieses Thema überlegt. Und hab nachgedacht erstmal und natürlich auch ein bisschen recherchiert. Und so mein erster Gedanke war exakt der, den Marius auch hatte, als ich das Thema vorgeschlagen habe, weil Marius Frage war, also so wie der Casino-Planet in Star Wars 8. Und das war so das Erste, was mir auch eingefallen ist. Aber das ist ja nicht das Einzige aus Star Wars 8. Nee. Mit so einem Subplot, der total Banane ist. Ja. Nee, das stimmt. Aber der fällt einem so direkt ein. Ja. Bei mir war es nämlich eher, mir sind ganz viele Beispiele von so Liebesgeschichten aufgefallen, die irgendwie so ganz strange in der Secret-Trilogie meinst du, oder was meinst du? Nee, allgemein bei Filmen, genau. Und bei Star Wars 8 war das dieses Angebandelt zwischen Rose und Finn. Ja, das ist ja Teil dieses Plots, dieses Erzählstrangs. Was sie halt dann wieder rausgeschrieben haben. Also da leiden ja die Subplots daran, dass es eigentlich eine zusammenhängende Story sein sollte, die es ja nicht ist. Ja. Kam jetzt nicht auch letzte Woche diese News online von J.J. Abrams? Ja. Der gesagt hat, es wäre vielleicht doch eine gute Idee gewesen, so einen Plan zu haben, Handlungsbogen zu haben für die drei neuen Teile. Ja. Mir ist auch so mit aufgefallen, was mich auch so stört an dieser gesamten Canto Bight heißt ja diese Stadt, diese Casino-Stadt auf dem Planeten. Das habe ich nachgeguckt. Cantonica. du sagst zurzeit ein bisschen zu oft Canto Bight. Ich mag den Namen. Das ist das Einzige, was ich an diesem Subplot mag, den Namen Canto Bight. Klingt irgendwie cool. Ist ja irgendwie eine japanische Kampfsportart. Stimmt. Also, Kendo wahrscheinlich. Kendo und Beißen in einem. Genau. Das ist geil. Kendo mit Beißen. Jonas, du bist doch Kendo-Meister. Kendo ist doch das mit dem Stab, ne? Jonas ist Kendo-Kämpfer. Mit dem Schwert, mit dem Bambus und mit dem Holzschwert. Das ist doch kein Schwert. Doch. 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 Das ist zum Üben. Das ist ein Schwert. So ein Holzschwert. Da sind auch Leute schon dran gestorben. Ja, klar. Weil, wenn man diese Bambusschwerter nicht richtig pflegt, splittern die. Und wenn du dann jemanden auf den Kopf haust, dann kannst du auch durch die Maske, durch so einen Splitter ins Auge bekommen. Ist das nicht daraus entstanden, weil die Bauern auch keine Schwerter tragen durften im feudalen Japan? Ja, keine Ahnung. Es geht also um Kendo und nicht um what you can't do. Kendo oder Kendo not? Ich reiche damit offiziell meinen Rücktritt von Cinema Strikes Back ein. Also zurück zu Canto Bight. Canto Bight. Was mich an Canto Bight stört, ist, dass es geht ja auch prinzipiell um in diesem Casino, um diesen Casino-Planeten, in dem, ich meine, brechen wir es mal runter. Die Message ist, Gier ist schlecht. Pfui, Disney, Gier, was? In einem Multimillionen-Dollar-Projekt von Disney. Vielleicht war das so eine geheime Nachricht. So von wegen, das sollen die Disney-Chefs sein, die da das ganze Geld von Star Wars ausgeben. Und das war so eine Hidden Message. Sollen wir Star Wars einfach mal abhaken und das bevor wieder bevor wir irgendwie. Ich hab auch noch so eine Idee für so einen neuen Star Wars-Planeten. Oh Gott. Wie heißt das, wenn ein Planet für so irgendwas komplett steht? Also wenn das zum Beispiel der Casino-Planet ist? Planet of One. Planet of One? Heißt das, das ist der Trope. Ich fände es cool, wenn es mal bei Star Wars irgendwann gehen die Ideen aus und dann gibt es irgendwann so der Planet mit den Leuten, die gerne Apfelsaft trinken. Ja, der Apfelsaftplanet. Ja. Das ist nur kurze Erklärung: Planet of One heißt, das ist so ein Trope, dass es halt verschiedene Planeten gibt, aber die immer nur so für ein Biotop, Also das ist der Eisplanet, das ist der Dschungelplanet, das ist der Dingsplanet. Es gibt ja, das erinnert mich an unsere Für eine Handvoll Donuts-Folge mit dem guten Marco von Nerdkultur. Da habe ich ja im Zuge meiner Recherche in den Legends, also im damaligen Extended Universe, eine Spezies gefunden. Ja. Ich habe vergessen, wie die heißt, die Chubbits oder sowas? Die berühmt dafür ist, gerne zu shoppen. Oh, wow. Ich finde, das ist schon sehr nah an Leute, die gerne Apfelsaft trinken. Absolut. Ja. Von daher, das ist gar nicht mal so.
Ja, aber ich bin voll bei dir. Das ist ja, Aber da stand auch explizit shoppen und nicht so irgendwie so, shoppen. Die sind so einfach so im Handel gut. Nein, oder so. Nein. Es geht wirklich um Shoppen. Es geht wirklich auch um so, Einkaufszentrum und so Bummeln und am Schaufenster stehen und so ein Shoppen. Alter, wenn die Corona-Krise gehabt hätten, die wären da alle richtig eingegangen. Wer produziert den ganzen Stuff? Ja, das weiß ich nicht. Das ist dann eine andere Spezies von einem anderen Planeten. Das ist der Factory-Planet. Ja. So tief habe ich mich dann doch nicht eingelesen. Lass uns zu Manufaktoria fliegen. Die haben schön neue Sachen gebaut. Waren das die Chubbits? Erinnert ihr euch zufällig? Und dann gibt es bestimmt so ein Volk, das ist so, die fahren gerne Bus und die fahren dann die Shopper immer von ihrem Wohnplaneten, wo die Leute wohnen, die immer gerne wohnen, zum Shoppingplaneten, die gerne shoppen. Das ist ein riesiges, komplexes Universum. Es waren nicht die Chubbits. Mist, das müsste ich noch mal nachgucken, wie diese Spezies sind. Die Shoppits. Die Ferengi aus Star Trek versinken vor Scham im Boden. Ich habe mir auch gerade an die Ferengi gedacht. Also, aber die sind ein bisschen tatsächlich komplex, obwohl die auch plotholig geschrieben sind in TNG. Ja. Die sind ja auch immer eher fies, ne? Die sollten erst so richtig fiese Möpse sein. Möpse. Möppe. Und dann wurden die halt eher so ein bisschen lustig dargestellt bei dem ersten quasi Onscreen-Auftritt. Er ist so richtig böse und dann können sie nicht mehr ernst nehmen. Boah, Alper, Fuchs, das ist richtig, dass ich nicht weiß, wie die heißen. Ja, wirklich, wirklich. Die Ferengi sind. Komm, sag mal Kentobite. Die Händler. nicht Kentobite, aber die Bims. Die Bims. Was bist du? Kaufsucht. Okay. Eine der Hauptaktivitäten der Bims ist ausgiebiges Einkaufen. Viele von ihnen denken sogar, dass ein Tag nicht komplett war, wenn sie nicht einen zufriedenstellenden Besuch auf den unzähligen Marktplätzen ihrer Städte gemacht haben. Der Influencer-Blend. Ja. Oh Gott, what? Nee, Stehlen hingegen ist ein schweres Verbrechen und wird auf Bimisari hart bestraft. Die Leute, die gerne ins Gefängnis gehen. Ja. Stehen. Ja. Wow. Okay. Naja. Gut, also aber wir sind uns einig, das ist ein weirder Subplot. Ja. Ja. Die Shopper. Habt ihr was Schönes mitgebracht zufällig? Sollen wir mal gucken. Ach, du hast das aufgeschrieben. Ja. Ich hab Notizen gemacht. Oh, wunderschön. Ja, ich habe mir ist was eingefallen und zwar, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Hook, aber es gibt einen wirklich super strangen Subplot innerhalb von Hook. Von Dings. Dass Peter Pan zurück nach Nimmerland geht. Nein. Nee, dass Tinkerbell erwachsen wird. Genau, ja. Diese angedeutete Liebesgeschichte zwischen Glöckchen und Peter oder Peter, die ist sowas von super weird und die hätte man einfach komplett rausschneiden können und das hätte dem Film nichts getan. Ja. Also damit wurde nichts erzählt. Spielt nicht auch noch jemand saubekanntes Tinkerbell? Ja, klar. Julia Roberts ist es, ja. Ja. Und genau dann, sie wünscht sich ja für sich selber, dass sie groß wird, und dann wird sie groß und dann, boah, das ist einfach, das ist alles so super weird. Und immer wenn ich das sehe, denke ich mir so kurz, vielleicht ist es doch nicht so der tolle Film. Wow! Aber es ist wirklich eine sehr komische Geschichte zwischen Tinkerbell und Peter. Ja. Diese Liebesgeschichte. Wird es plötzlich so, würdest du es als awkward bezeichnen? Ja, es ist mega awkward. Ja. Ich hab an einen Film denken müssen, der mir richtig auf die Nerven gegangen ist, und das ist Jurassic World. Oh ja. Und der hat diverse komische Plotlines, aber ein Subplot, der richtig bescheuert ist, der auch ein bisschen halt geklaut ist aus Jurassic Park, ist, dass die Eltern von diesen nervigen Kindern sich wahrscheinlich scheiden lassen. Und die dann heulen im Bus. Ja, im Bus ist das, so, ne? Ich hab zwei Briefe von Anwälten gefunden, weil unsere Eltern sich gleich scheiden. Wenn wir jetzt Chaos im Park machen, lassen sich nicht scheiden, weil das schweißt sie zusammen. Und das ist halt im Original Jurassic Park, lassen sich ja die Eltern scheiden und zur in Ablenkung lässt die Großvater Hammond sie auf die Insel kommen und an der Tour teilnehmen und so ein Kram, auch ein bisschen Ablenkung. Und hier ist es einfach so. Geht's nicht in jedem Teil so ein bisschen um Scheidung? Ich glaube, das ist auch deswegen, wurde das so mit Gewalt reingedrückt. Aber in Jurassic World hat das so gar nicht gepasst. Ja, die kam so aus dem Nichts, die Szene, und hat auch überhaupt keine Rolle gespielt für die gesamte Handlung. Ja, am Ende noch, wenn halt da in dieser komischen, keine Ahnung, Auffangstation oder sowas hängen und dann sind die Eltern kommen zusammen hin und das wird die Ehe von euren Eltern nicht kitten, ihr Trottel. nächste Woche fliegen die Fetzen wieder. Und vielleicht ist Scheidung doch besser. Ja. Ist so. Also, gut, jetzt kommen wir in die in solche Sachen. Aber wenn wir schon in dem Universum sind, finde ich auch, ist es Millie Bobby Brown, die im Jurassic World 2, die das Kind spielt? Nein. Nee, wer ist Godzilla es? 2 ist Nein, das Godzilla, ist, ja, das ist Godzilla, stimmt, ich verwechsel das gerade. Wer spielt nochmal das Kind in das Mädchen in Jurassic World 2? Oh Gott. Ich glaube, das wird ein richtiger Hinter-Podcast. Ist denn dieses scheiß Kind, ja, das auf den Button drückt und. Wenn's nicht, die sind wie ich! Ja, wenn es nicht Millie Bobby Brown ist, dann ist es doch bestimmt Billy Bob Thornton. Ich will jeden Center. Film und jede Serie, in der Millie Bobby Brown jemals mitgespielt hat, nochmal gedreht bekommen, aber mit Billy Bob Thornton.
Als Eleven. Als Eleven in Stranger Things, okay. Ja. Millie Bobby Bobby Brown. Zusammen alles schnell aussprechen. Millie Bobby Millie Bobby Brown und Billy Bob Thornton. Okay. Ja. Billy Bob. Billy Bob. Billy Bob. Wie zur Hölle heißt dieses kleine Kind? Ich versuch's gerade rauszufinden und krieg's gerade einfach nicht hin. Jurassic World, Klon-Kid. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie die Rolle ist, aber es war nervig. Ich glaube, es ist Isabella Sermon, was ich hier so spontan finde. Ach stimmt, Jeff Goldblum kommt ja auch einmal kurz drin. Da haben die dem ja die Gage bezahlt, dass der einmal in diesem Gerichtssaal oder wo auch immer. Für den Trailer. Und dann sitzt er da und hält irgend so eine Pseudo-Rede. Braucht man auch nicht. Also in Jurassic Park hält er so eine krasse Rede über Erleben, dass er einen Weg findet. Lass mal den Boy einbauen. Ihm auch eine krasse Rede geben für so einen Ethik-Ausschuss. Ja. Bla. Das erinnert mich so spontan an zwei Sachen. Oh. Erstens Frauen-Ghostbusters. Oh, das klingt so, das klingt so abwertend. Aber der neue, der 2016er Ghostbusters mit den weiblichen Ghostbusterinnen. Und dem ganzen weirden Kram, der mit Bill Murray passiert. Oh. Der diesen warum auch immer, französischen Dialekt spricht. Der hat auch so komische Kleidung an. Ja. Und es wirkt so, als hätten im Kostümfonus einfach gewürzt. Hey, zieh einfach das an. Also ich habe da auch letztens noch mal drüber nachgedacht. Ich durfte ja Weird Flex, Chris Hemsworth, interviewen. Und der hatte mir damals gesagt, dass so 80% des Films bzw. 80% aller Dialoge improvisiert sind. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, wie Billy Bob Murray ans Set kam und einfach gedacht hat, heute mache ich, was ich will, oder ich mache hier gar nicht mit. Ja. Was ich ihm wirklich zutrauen würde. Und dann kam halt sowas bei raus. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Boah, lass es auch einfach. Es erinnert mich aber ebenfalls an meiner Meinung nach die unnötigste Rahmenhandlung, die es jemals gab, in einem an sich aber guten Film, der meiner Meinung nach viel besser angekommen wäre und gewesen wäre, wenn man diese Rahmenhandlung einfach weggelassen hätte. Nämlich, könnt ihr es euch schon denken? Die Fast and the Furious-Reihe? Nee. Im Herzen der See. Da gibt es diese Rahmenhandlung. Ja. Mit eigentlich dem großartigen Brandon Gleeson sitzen da und unterhalten sich und es ist halt, und diese gesamte Geschichte, die sie eigentlich abspielt, ist ein Flashback. Und mir hat diese Rahmenhandlung gar nichts gegeben. Der hat den Film einfach nur länger gemacht. Ja, finde ich persönlich auch. Und ich mag den Film ansonsten. Ich glaube auch, der wäre, meiner Meinung nach wäre der so ein bisschen, keine Ahnung, der Wrestle-Cut hätte dem gut getan, würde ich schön sagen. Was habt ihr noch dabei? Ich kann nicht mal auf meine Kommunistik gucken. Ich mach weiter. Ich habe noch eine Liebesgeschichte. Oh, und das habe ich auch nie verstanden, auf was das jetzt hinaus soll. Und es ist auch nie auf irgendwas hinausgekommen. Und das war bei den Avengers-Filmen Black Widow und der Hulk. Ja. Das wird immer wieder so angedeutet, dass da was sein könnte, dass da irgendwas ist oder so irgendwie. Aber es kam halt auch nie zu. Es kam nie irgendwas raus. Es gab kein Ergebnis davon. Age of Ultron fängt das an, oder? Da fällt er doch sogar auf ihre Brüste. So wie in so einer schlechten, ja, allerdings, also die stürzen irgendwo ab, oder ich weiß nicht mehr wie, und Mark Ruffalo, also Bruce Banner, fällt halt so auf ihre Brüste, wie in so einer schlechten Komödie. Das fängt schon im ersten Teil an, glaube ich, im ersten Avengers. Im ersten Avengers wenn er da in diesem Luftschiff rumwütet und sie versucht, ihn zu beruhigen. Ah, okay, das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel. Aber in Avengers 2 ist es mir auf jeden Fall sehr schlimm aufgefallen. War das nicht für Endgame relativ wichtig? Also, war es wichtig? Deswegen relativ, keine Ahnung. Ja, um ihn zu lenken. Oder ja, klar, natürlich. Sie hatten ihn auch immer wieder beruhigt und sowas. Ja. Aber ich fand es auch immer so völlig unnötig. Ja. Generell. Also auch Thor und Jane Fonda. Ja. Jane Foster. Das wäre witzig, wenn die mitspielen würde. Die aber übrigens in den Comics noch eine sehr große, geile Rolle spielt. Ja, aber im Film war das so, also das hätte nicht gebraucht. Also genauso wie ihren Sidekick, wie hier die aus Two Broke Girls. Oh Gott, das ist vielleicht meine meistgehasste Figur aus dem gesamten MCU. Oh, die finde ich grausam. Auch in WandaVision, ich finde die furchtbar. Ja. Dennings oder so heißt die Darstellerin, ne? Ja. Hm. Aber ich habe vergessen, wie die Figur heißt. Und was ich aber noch sagen wollte, in Thor 4 spielt sie ja eventuell noch mal eine Rolle. Also, sie soll ja wiederkommen. Sie soll doch der weibliche Thor werden, oder nicht? Natalie Portman. Ja, da bahnt sich sowas. Also, das haben sie ja auf irgendeiner Comic-Con oder sowas. Comic-Con war doch irgendwie was. Ja. Genau, und dann hat sie den Hammer bekommen. Und ich finde diesen Moment so witzig, wie sie den einfach so hat. Und sie weiß nicht so recht, ist das jetzt cool oder ist das nicht cool? ja, stimmt. Ich weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Aber apropos Liebesgeschichten, ich habe ein bisschen älterer Film, was heißt älter? Also älter als die
Die Reise zum Mond. Alles, was auf dem Mond spielt. Nee, älter als MCU, aber auch Marvel, und zwar Spider-Man 2. Der von Raimi Spider-Man. Ja, sagt euch Ursula was? Nee, ich habe den zweiten Teil, glaube ich, nie gesehen. Ursula. Du hast den zweiten Teil nie gesehen? Von Amazing Spider-Man? Nein, nein, nicht Amazing. Es geht Sam Raimi. Ja. Ach so. Der beste Spider-Man. Nee, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ursula? Das ist die Tochter von seinem Vermieter, die ihn so anschmachtet. Ach ja! Und das führt auch ins Nichts. Das ist einfach nur so funny, ein bisschen sad. Ich erinnere und mich. Dann ist ja immer scheißegal, Alter, MJ. Ja. Also, ja. Ja, absolut wahr. Das ist totaler Käse. Ja. Ja, aber auch wieder so ein Beispiel, finde ich so, das ist nicht per se irgendwie katastrophal oder schlecht, aber es fühlt sich halt an wie so ein Fremdkörper. Ja, ja, genau. Das muss halt einfach nicht sein. Irgendwie drauf jetzt, und der Film ist ja jetzt auch nicht so kurz. Nee. Lieber mehr Dr. Octopus statt das. Auf jeden Fall. Zu sehen, ja. Ja. Ich bleibe dann mal bei so in dem Bereich, beziehungsweise gehe mal über zu DC, wo wir so bei. Ach, ich sag's einfach, die schlimmste Todesszene der Welt, Marion Cotillard in The Dark Knight Rises, allgemein die gesamte Figur, Talia heißt sie, ne? Talia al Ghul, die Tochter von Ra's al Ghul. Bei der dann, Überraschung, Überraschung, aber sorry, jeder, der ein IQ über Zimmertemperatur hat, wusste, dass es natürlich so drauf hinauslaufen wird. Sie ist, ne? Muss ich das jetzt sagen? Sie ist die Femme Fatale des Films. Ja. Und stirbt dann so saulustig. Und steckt mit Bane und so unter einer Decke. Ich fand das so lame. Ich fand das so lame. Ja. Und das in dieser Trilogie, die ich sonst liebe. Ich finde doch den Teil, wenn sie da unter den Fluss gehen. Mhm. Ja, zu dem, was ist es denn nochmal? Ist es ein Fusionskern? Ja, sowas. Ja, ne? Und da stehen ja dann, sie ist ja dann offensichtlich noch auf der guten Seite. Mhm. Ja, also. Und das wirkt so fremdkörperlich, weil du weißt irgendwie schon, die hat was damit zu tun, aber sie tut gerade so, als wenn sie auch Opfer wäre und sie muss damit handeln und sowas. Pff, weiß nicht, das wirkt so. Oder falls wir bei Batman bleiben wollen, auch schon oft erwähnt, ich finde es immer wieder so los, ich muss da immer wieder dran zurückdenken, wie DC bzw. DC Animated den legendären Comic The Killing Joke genommen hat. Oh Gott, Und weil der halt relativ kurz ist, die eine halbe Stunde dazu gedichtet haben, am Anfang über Batgirl, die dann auch mit Batman schläft. Was prinzipiell nicht schlimm ist, weil es das, keine Ahnung, das gibt's auch in den Comics und man kann es ja gut erzählen, aber das war nicht gut erzählt. Das war super langweilig, mega nervig und vor allem spürt man dann, als wenn es dann wirklich in die Geschichte von The Killing Joke geht, wie plötzlich die Qualität dieses Films so einen Sprung nach oben macht. Also ohne Scheiß, wenn ihr diese erste halbe Stunde einfach, wenn ihr den Film gucken wollt, The Killing Joke, überspringt die. Ja. Die gibt euch gar nichts. Nichts. Außer cringe. Völlig vergessenswert. Einfach die Laufzeit hochdrehen, oder? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, weil der Killing Joke Teil ist nur eine Stunde lang oder so und damit halt, ja. Aber die hätten ja einfach den Joker so eine halbe Stunde lang lachen können. Mal gucken, wer abschaltet. Ah, oder Schwarzbild am Ende 30 Minuten. Ja. Klassiker. Klassiker YouTube-Trick. Nee, und Klassiker für jedem kleinen Fantasy-Filmfestival, würde ich sagen. Auf jedem Filmfestival. Und einfach so, ah, der Film muss 5 Minuten lang sein, wir haben nur 4:30, mach Intro lang. Aber, boah, ich hab's vollkommen vergessen. Ja. Ich hab voll den Faden verloren. Ja, aber richtig. Um was ging's gerade überhaupt? What the fuck, Jonas? Alles gut bei dir? Ah, Killing Joke. Wer hat das geschrieben? Weißt du das? Den Film? Nein, das Buch. Den Comic. Ist es nicht Alan Moore? Nein, um Himmels Willen. Wer hat The Killing Joke geschrieben? Ja, ich frage mich, was der Autor von dem Buch gedacht hat. Also, falls er das gesehen hat, falls er noch lebt. Alan Moore. Ja. Aber der ist schon tot, oder? Alan Moore lebt noch. In seinem Vertrag steht bestimmt drin, dass DC sich rausnimmt, Änderungen an der Story vorzunehmen für die Verfilmung. Ja, aber der hat ja bestimmt trotzdem eine Meinung. Also. Aber ist Alan Moore auch nicht so einer, der alles, was auf die Leinwand kam, fand von ihm? Ja, Alan Moore ist auch ein sehr weirder Typ. Ja, definitiv. Muss man einfach mal so ganz da muss man trennen. Wertfrei. So ganz objektiv kann man das schon so sagen, finde ich. Aber halt, also, so die Vita ist halt mehr als beeindruckend von ihm in der Comicwelt. Ich habe noch, wo wir eben bei Billy Bob Thornton, Miley Bobby Brown waren, die kompletten menschlichen Subplots von Godzilla 1 und 2. Ja. Ja, Brian Cranston, Waste! Ja. Dead. Und das geht ja in angeblich, ich meine, wenn dieser Podcast rauskommt, werde ich Godzilla vs. Kong schon gesehen haben. Und es geht ja weiter
mit Millie Bobby Brown. Da gibt es weiter Menschen. Und ja, ja, es wird, glaube ich, noch schlimmer, weil es noch mehr Kinder gibt in diesem Film. Ja, ja. Hoffentlich merchen die nicht den Dude aus dem ersten Teil dann noch mit Millie Bobby Brown aus dem zweiten Teil mit so vielen Figuren, die einen null interessieren. Von mir aus können die das alles einfach irgendwie, die sollen mal so eine Blu-ray rausbringen, wo alles mit den Menschen einfach rausgeschnitten ist. Das ist ja einfach nur eine Compilation. Pacific Rim. Ja, genau. Ja. Ja. Weil dieses menschliche Drama, aber Pacific Rim hat ja, ja auch da, eine da menschliche Geschichte. Ja, Drama. Aber die ist halt nicht scheiße. Ja, und ja, hier ist es halt so völlig Wayne. So, ja, weiter, weiter, ja, auch weiter. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Und Charles Dance auch total wasted in Godzilla 2. Vor allem bei Pacific Rim ist es ja auch wichtig, dass die Menschen miteinander auskommen, weil die Drift-Kompatibilität stimmt. Ja, das ist geil, ne? Also, ich find's auch geil. Nee, hier wird einfach nur. Nee. Ich habe aber auch noch was. Überlebt in der Badewanne. Ich habe auch noch was mit den DC-Filmen. ich finde auch so eine Figur, die irgendwie so oft vorkommt, aber auch so überhaupt nichts, also meiner Meinung nach nichts reißt. Super. Das ist Lois Lane. Also die kam immer wieder vor und die hat ihre Liebesgeschichte mit Superman, die, aber irgendwie. Nein, die hindert Superman daran, andere Leute zu retten, weil sie sich ständig in Gefahr bringt. Stimmt. Sie macht ihn erst böse. Das ist ja so, ja. Ja, ich finde, also wir reden ausschließlich von Amy Adams, Lois Lane. Ja. Ja, finde ich, bin ich voll bei dir. Ich finde die auch so. Ja, also so in Erinnerung, ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gesehen. So Man of Steel ist schon ein bisschen her, Batman wie Superman ist ein bisschen her. Aber was ich so in Erinnerung habe, ist so, eigentlich hätte man die auch komplett weglassen können. Und nee, die ist wichtig. Die hat nämlich immer diese Voice-Over-Sachen. Was sie dann gerade schreit. In Justice League, ne? Ja, das auch, ne? Ja, ja. Batman wie Superman auch? Ich glaube schon. Also ich meine, sie ist Journalistin. Also sie hat immer irgendwas zu schreiben und zu sagen. Das stimmt. Sie hat keinen coolen Blog, oder? Ach, das weiß ich weiß nicht. Gar. Das weiß ich nicht. Doch, sie ist ein bisschen dumm, ist sie. Und sie nein, das ist nur, das ist nicht dumm, aber das ist jetzt so ein Hirngespinst von mir. Also sie ist ein bisschen dumm. Und ihr kennt ja dann. Also wenn sie dumm wäre, ja, genau, meinst du? Ja. Genau, weil wenn Leute dumm sind und versuchen so undercover zu schreiben, dann wechseln die ja den Buchstaben von Vor- und Nachnamen. Und dann macht sie das auch. Und dann ist sie Lois Lane. Ich verstehe. Lisa S. Punkt. Nein, das ist so auffällig. L. Punkt Simpson. Bitte in mein Büro, ja. Holy moly. Yo. Was haben wir ich hab noch? Ich habe noch, hab noch einige sogar. Ich habe hab auch ich hab noch ein paar Serien tatsächlich. Oh, nice. Ja. Serien habe ich nicht, aber drop mal. Ich habe noch einen Film, es ist wieder eine Liebesgeschichte und es ist es geht um der Hobbit. Die Liebesgeschichte zwischen der Elbin Tauriel und dem Zwerg Kili. Ja. Das ist einfach nur, um den Film zu strecken und wahrscheinlich irgendwie noch so ein bisschen Emotionalität reinzubringen, aber wann passiert das? Das ist einfach vollkommener Bullshit. Hobbit ja, das 3, passiert 2? Im zweiten Teil, ja, als sie gefangen werden im Waldlandreich. Ich hab mir den nicht angeguckt. Und dann schmort er in der Zelle und guckt so und dann erzählt er irgendwelche Bullshit-Geschichten und sie hört zu und er ist erst so abgeneigt, weil es sind Zwerge und aber dann doch und am Ende stirbt er und dann ist sie traurig und alles ist scheiße und die wurde ja eh von dem Film erfunden. Also würdest du sagen, das kann man rausschneiden? Eine schlechte Idee war, dieses 200-seitige Buch das auf drei Filme zu strecken. Fünf Filme. Ja. Ich will jetzt endlich mal bald, es gibt so verschiedene Fanprojekte, die Hobbit-Trilogie von 9, 10 Stunden auf 8, 9 Stunden auf 4 Stunden runtergekürzt haben und wirklich massenweise einfach Sachen rausgeschnitten haben. Ja. Zwerge laufen los, Gollum, Ringweg, Drache kommt, Drache fliegt, irgendwas anderes. Ja. Es gibt ja noch innerhalb von der Hobbit-Trilogie noch so einen Subplot mit diesem weißen Rat mit Elrond und Gandalf und wie die dann nach Dol Guldur kommen und dann rausfinden, dass dieser Necromancer, Totenbeschwörer oder sowas, dass der halt Sauron ist. Das ist halt auch, das ist irgendwie cool, aber es ist halt auch, es reißt manchmal auch so ein bisschen raus. Machen wir mal schnell, ich habe eben gesagt, ein 200-seitiges Buch. Was glaubt ihr, wie viele Seiten hat der kleine Hobbit wirklich? Ist es nicht so 300? Du sagst 300? Ich weiß nicht. Ich hab das tatsächlich zu Hause stehen, das Taschenbuch, aber ich weiß nicht mehr. Der Verlierer muss einmal dabben. Nee. War hier nicht irgendwer, der gesagt, ich habe noch nie gedeppt? Das war Jonas. Das war Jonas. Oh ja, komm mal. Seid ihr am Start? Wollt ihr? Moment, aber der Verlierer muss dabben. Ist das nicht auflagenabhängig und formatabhängig? Ja, ja, definitiv. Natürlich. Aber Alper hat jetzt eine Zahl. 292. Okay, ich sag euch, welche, die von dem Verlag DTV. Okay. Mit dem Bild drauf vorne, so ein schönes, buntes Bild. Ja, das ist das komische Vieh drauf, oder? Genau. Ich dachte nämlich als Kind, das wäre der Hobbit. Ist aber nicht. Nee. Ja, ich 5. Okay, ich sag 200 Seiten.
200 Seiten, sagst ja. du? Du sagst wie viel? 292. 292. Ja. Jonas, bist du bereit zum ersten Mal in deinem Leben zu dabben? Scheiße! Es hat 336. Wow! Ja, dann dabb mal. Muss ich das jetzt wirklich ja. machen? Yep, das war. Oh, ne, das kann ich nicht. Kann ich dann ein Foto ich von machen? Ich schäme mich richtig. Ich hab's letztens auch gemacht vor der Kamera. Okay. Warte, okay. warte. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich hab das noch nie gemacht. Kannst du das nicht fotografieren? Das ist mir jetzt schon peinlich. Oh, das ist so schön. Oh, Gott, Marius hat sein Handy rausgeholt oh, und fotografiert Jonas. Oh, der Cringe. Oh, schön. Oh, das hat sich, zu spät. Das hat sich sehr gut angefühlt. Oh, das hat sich echt. Jonas, jetzt bist du ein richtiger YouTuber. Ja. Oh, ich hab noch ein paar. Ja, ich auch. Dann hau raus. Ja, hau du raus. Ich okay. Glaube ich gerade. Habt ihr jemals, kennt man von Tommy Wiseau, auf der Film, auf dem auch der Film The Disaster Artist basiert, The Room. Habt ihr diesen Film einmal von vorne bis hinten gesehen? Nee, immer nur ausschnittsweise. Ich habe den auch immer nur ausschnittsweise gesehen. Ich habe ihn schon zweimal komplett gesehen. Der ganze Sexplot. Nee. Also. Nee. Film. Das kennt ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr den nur ausschnittweise gesehen habt. Es geht ja um, nur mal um das kurz zu erklären für alle, die gerade komplett lost sind. Erstmal, ihr habt. Das ist normal. Tommy Wiseau ist ein, auch objektiv kann man das sagen, recht eigenartiger Mann, ja. der beschlossen hat, einen Film zu drehen, dafür auch das Drehbuch geschrieben hat und einfach alles in diesem Film selbst gemacht hat. Und dieser Film gilt unter vielen Menschen als der vielleicht schlechteste Film, der je gemacht wurde. Ja, schaut euch The Disaster Artist an. Der fasst das, glaube ich, ganz die Geschichte gut des Films. Ja, ist die Frage, erst The Room gucken oder erst Disaster Artist? Erste Room. Okay. Erste Room, genau, deswegen, um das wertzuschätzen. Definitiv ja. erste Room. Aber ich persönlich sage ja, es ist definitiv nicht der schlechteste Film aller Zeiten, auch nicht mal ansatzweise. Ich finde, der hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor, mhm. weil er so komplett irre ist. Also so völlig irre und wirr und what the fuck. Also so ein What the fuck-Moment nach dem anderen. Und da gibt es, also es geht vor allem um die Liebesgeschichte. Geschichte zwischen Tommy, der, beziehungsweise Johnny heißt der im Film. Achso, gut, der hat's auch schlau gemacht. Ja, natürlich. Johnny und seiner Freundin, die eine Affäre mit Johnnys bestem Freund bekommt. Mark? Mark, ne? Genau. Hi, Mark. Oh, hi, Mark, genau. Und irgendwann sitzt die Frau, die Freundin, ich habe vergessen, wie sie heißt, sorry, mit ihrer Mutter da in der, im Wohnzimmer und sie sprechen miteinander oh, und, ja. sie berichtet ihr, dass sie sich von Johnny trennen möchte und so. Und die Mutter fängt plötzlich aus dem Nichts an, irgendwie ihr Vorwürfe zu machen, dass sie sich nicht mehr um sie kümmert, dass sie sie nicht mehr anruft und so weiter. Und dann, sagt die halt sprichwörtlich, ich sag's erstmal auf Englisch, weil ich habe mir das Zitat extra rausgeschrieben, I got the results of the, auch in der Stimmlage. Es ist nicht so, dass ich das gerade schlecht spiele, die sagt das wirklich so in der Stimmlage. I got the results of the tests back. I definitely have breast cancer. I'm dying. Und dann erfährt man mal so nebenbei, dass die Mutter Brustkrebs hat und sterben wird. Und das spielt in dem Film nach dem Gespräch keine Rolle mehr. So gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Und wow. ja, da haben die so einen Erzählschrank aufgemacht, dass die Mutter von ihr wohl sterben wird. Und Punkt. Cool. Okay. Ja. Den wollte ich unbedingt noch erwähnt haben. Aber wer wirklich, also The Room mal wirklich zu gucken, vor allem, das ist wirklich das Beste, ist einfach sich ein paar Freunde zu schnappen, ein Kaltgetränk und dann einfach, ne? Mhm. Ja. Okay. Was habt ihr noch? Ja, ich habe noch wieder Spider-Man. Diesmal ist es allerdings Spider-Man 3 von Sam Raimi. Ja, der Emo. Emo Tobey Maguire. Emo Tobey Maguire quasi so als Nebenschauplatz so. Das hätte nicht sein müssen. Das ist ja auch, glaube ich. Das ja, die Straße entlang tanzen. Ja, es ist ja definitiv der schlechteste Teil von den dreien, weil er halt auch so diese Fehler macht, aus denen kein weiterer, glaube ich, gelernt hat. Nicht so viele Gegner für Spider-Man. Ja. Aber dieser Plot, das ist ja, das ist, glaube ich, da sind die Leute heute noch belustigen sich drüber. Ja. Und hätte man einfach rauslassen können. Hätte man einfach rauslassen können. Ich fand auch die Wahl von Venom in dem Film. Das ist doch der, wie heißt er nochmal? Chris Toff, nein, Toffer. Toffer Grace. Toffer Grace. Die wilden 70er. Zum Beispiel. Oder auch ein Black Clansman war da, glaube ich, ziemlich großartig. Ich glaube, der ist nämlich kein schlechter Schauspieler, absolut aber die haben dem hier kein gutes Material vorgelegt. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Venom cooler geht als alles, was wir bisher in Live-Action bekommen haben. Dass da immer noch so die eine richtige Interpretation fehlt, meiner Meinung nach. Meiner auch, ja. Nee, ist auch viel zu kurz. Das ist ja das ganz hinten Venom. Ganz hinten kommt kurz Venom und denn ja. Oh, der Subplot vom Sandman ist auch so, oh, meine Tochter ist krank und deswegen versuche ich Geld zu besorgen und werde kriminell. Ach so, deine Tochter ist krank. Ja, gut, dann ist natürlich ja. Ja.
ab in den Wind mit dir. Ist das nicht dein Lieblingsfilm, Jonas? Was? Spider-Man 3? Hast du nicht mal gesagt, du würdest sterben für den Film? Ja, hast du nicht mal gesagt, du würdest losgehen und 7 Babys treten, um diesen Film zu verteidigen? Tot treten. Okay, meins war noch ein bisschen. Okay. Was? Ich stelle Jonas keine Fragen mehr. Ja, lieber nicht. Aber du magst Spider-Man 3 sehr? Nee, ich hab das lieber auch. Ich weiß, das könnt ihr so darauf beruhen. Nein, ich wollte nur. Ein Subplot bei CSB: Jonas liebt Spider-Man 3. Ich wollte nur gucken, wie Jonas drauf reagiert, wenn ich ihm sowas einfach vorwerfe. Okay. Ich habe eine Serie. Dann verraten wir aber vorher noch, was dein Lieblings-Spider-Man-Film ist. Mein Lieblings-Spider-Man? Ich glaube, das ist der erste von Sam Raimi. Auch will der noch besser als der zweite? Hm. Ja. Ich bin beim zweiten. Ich finde, das war so, da kam ja 2001 raus. Damals waren Origin-Stories noch nicht so durchgenudelt. Yeah. Und ich fand das, ich finde das eine richtig tolle Origin-Story. Das war fresh, das war noch fresh. Ja, von Tobey Maguire hat so gefühlt alle abgeholt. So alle haben gesagt, ja, ist Peter Parker, ist völlig glaubwürdig und passend. Billy Bob Tobey Maguire. Ja. Ich glaube, der führte heute noch alle Rankings an. Also. Ja. Vielleicht kriegt er ein Cameo oder sowas im Multiverse bei der Bob Thornton Universe. Ja. Multibob. Stell dir mal vor, statt John Malkovich hätte Billy Bob Thornton in Being John Malkovich gespielt. Also Being Billy Bob Thornton. Being Billy Bob ist ein geilerer Titel. In dieser Restaurantszene, wo er in sich selber schlüpft, Billy Bob Thornton. Ja, und Billy Bob. In dem Sequel trifft er dann auf Millie Bobby Brown. Das heißt dann Being Billy Bob Thornton with Millie Bobby Brown. Ja. In your head. Ja. Ja. Boah, ich will mein Kind Billy Bob nennen, das ist ein saugeiler Name. Also, ich habe eine Serie mit ganz vielen Subplots, die Game of Thrones. Alles Game of Thrones und Dorn. Game of Thrones und Dorn. Ist es Game of Thrones? Game of Thrones und alle Handlungsstränge, die finden ja alle jetzt nichts tatsächlich. Ja. Oder, ja. Aber vor allem finde ich, war es Staffel 5, wenn Bronn und Jamie sich verkleiden und in Dorn einfallen und aus dieser recht politisch recht komplexen Verstrickung aus den Büchern eine Buddy-Cop-Komödie wird. Buddy-Cop-Undercover-Quatsch wird. Und die Salzstangen, also die Sandschlangen, mit dann Brüsten auch noch. Aber. Mit Brüsten, dann auch noch. But you like the bad pussy. Das ist auch noch so ein super cringe-Dialog. Und als heterosexueller Mann hatte ich natürlich nichts gegen die Szene, um das mal noch so cringig nebenbei zu sagen. Aber dennoch war ich wirklich die ganze Zeit am Cringen. Und ich fand sogar noch, dass das ist mir dann später auch erst so, wir haben ja gesammelt irgendwann so alles, was uns an Game of Thrones abgefuckt hat in der Serie, vor allem in Staffel 8. Und das war sowas, was mir beim Gucken gar nicht aufgefallen ist, aber dann später in der Recherche im Internet, dass die Salzstangen Myrcella so am helllichten Tag kidnappen wollen. ich muss das noch mal nachgucken und die ganze Staffel. Ich fand einfach diesen gesamten Handlungsstrang so seltsam. Ich fand, was ich ein bisschen schade fand, es ist so eine hohe Priesterin. Ich weiß nicht, welche Staffel kommt die auf. Die hat diese runden Wave-Dinger vor den Augen. Marine kommt die. Marine, ja, und gibt so Prophezeiung. Ach so, nee, das ist keine hohe Priesterin, das ist eine Schattenbinderin. Eine Schattenbinderin, ja, stimmt. Ja. Boah, das Gehirn mit, wie heißen die Sachen nochmal auf Game of Thrones? Aber das war so, als ich das erste Mal geguckt habe, ich so, boah, davon will ich einfach mehr, weil es so mysteriös war. Ja. Und das kommt, glaube ich, nie mehr wieder. Ja. Genau wie mit den roten, ist das rote Priester? Ja. Es kam auch mal eine rote Priesterin in Marine vor, die höchste. Mega ist das nicht die höchste gewesen auch? Sie heißt, das ist Quaife, heißt die übrigens, oder was? Sicher. Was meinst du? Ja, also die mit du meinst die mit der Maske. Ja, genau. Das ist Quaife. Und die kommt aus Ashai, was halt schon mal so direkt, sobald der Stadtname Ashai fällt, dann solltest du eigentlich sagen, oh krass. Ja. Das ist so eine der. Oh, passiert da nichts mehr. Nee, natürlich nicht. Ja. Also Game of Thrones, die Serie hat das alles komplett ins Nichts laufen lassen. Mit den zu Ashai nochmal, um das mit den Worten eines Gangrens auszusprechen. Super heftig! Oh, das war cringe. Das ist richtig viel cringe hier. Ja. Manche Zitate liebe ich aus Episode 1. Cringe Edition, ja, kann ich verstehen. Schutzschilde an. Oder. Wieso kannst du das so gut? Oh Gott. Weil er das 10 Babys für die Prequel-Trilogie tötet. Das übe ich jeden Morgen vorm Spiegel. Nicht you're talking to me, sondern talking to me? Ich kann das gar nicht. Versuch das mal lachen zu machen. There's always a bigger fish. Ich kann das nicht. Ja, oder halt auch so, also bei Game of Thrones sind es 1000
irgendwie so. Ja. Es, gibt, es gab ja auch immer dieses Meme, HMS Abandoned Plotlines, wo man dann Gendry wegrudern sieht. Ja. Und dann haben die ja so mit Photoshop auch so Figuren reingemacht, die dann ein paar Staffeln einfach nicht mehr vorkamen. Allen voran Mira Reed und Jojen Reed. Ja. Die, also die beiden Geschwister, die Bran zum vierarmigen Banditen zum Wurzelmann. Führen. Das ist der Wurzelmann. Genau, zum Wurzelmann führen. Also zum dreieugigen Raben. Und dann einfach, wir müssen zurück. Und dann sind sie weg. Ja, so. Genau. Ja. Oder halt auch so Sachen wie, dass Jon ein Targaryen ist, ist ja scheißegal. Das ist in der Serie völlig wurscht. Ja. Super wurscht. Und da, weißt du, das war unser erstes Video vor 6 Jahren bei Filmfabrik, wo wir noch L gleich J. Ja, genau. Ja. Und im Endeffekt war es einfach scheißegal. Einfach für den Arsch. Ja. Ja gut, aber soweit ich das mitbekommen habe, soll dieses Jahr Winds of Winter rauskommen. Ne? Ja. Yo. Aber eine neue Serie kommt, da werden alle Plotholes aufgelöst, weil es ein Prequel ist. Das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so, nachdem wir jetzt Game of Thrones so abgeschlossen hatten für uns, das war so ein bisschen wie, also, als ich mein Mathe-Abi gemacht habe und jetzt plötzlich vergesse ich alles, was ich jemals in Game of Thrones gelernt habe, so in Mathe. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie eine Ableitung funktioniert. Nee, und, für was das gut ist. Aber so, das ist so. Das Ableitung ist so, definiert die Steigung der Kurve. Ja, toll. Nice. Was bringt mir das? Du weißt, wie die steigende Kurve ist. Nein, Kinder, geht in die Schule und lernt. Hört nicht auf Jonas. Der ist irre, der will Babys treten. Ja, für Star Wars. Für Bosnas. Bosnas. Der Typ wohnt unter Wasser. Nass. Oh, ich hasse manchmal Namen in so Fantasy-Sachen. Mhm. Schmie. Ja, in Star Wars und bei Harry Potter. Welche Namen? Nee, generell auch so Zaubersprüche, weil es hat sich für mich mal früher so cringy nach Kinderhokuspokus angehört. Wingardium Leviosa? Was? Oder meinst du Avracadavra? Ja, sowas in die Richtung. Avada Kedavra, sorry. Tut mir leid. Tut mir leid, Harry Potter-Fans da draußen. Oh Gott. Das also wird Potter, da werde ich Potter jetzt wirklich cool, für gelöscht. Es sind coole Filme, aber also die Zaubersprüche, ich habe das erste Buch gelesen und so, nee. Vielleicht war ich zu alt schon dafür. Natürlich damals. Warst du zu alt. Ja, ich war schon an der Grenze dafür zu alt. Und Jonas fiel halt genau in das Alter rein. Ja. Deswegen ist auch das genauso. Bei uns ist ja das Gefälle genau da. Jonas ist der größte Harry Potter-Fan von uns. Ich bin so irgendwo in der Mitte und du halt ganz das andere Ende der Skala. Aber es ist halt wirklich eine Alterssache. Ja. Oder denke ich. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele 50-Jährige aktuell, die riesen Harry Potter-Fans sind. Aber also generell, wenn Namen zu sehr an die Eigenschaften der Leute erinnern. Mhm. Also, du hast ja auch eine Kritik gemacht zu Cruella de Vil. Puh. Ja, obvious. Ne? Ja, natürlich. Ja, und dann wird am Ende des Films Cruella auch noch Sympathy for the gelesen, ja. Eingespielt. Das ist auch sehr mich ausgelutscht, Sympathy for the Devil zu spielen in den Film. Eigentlich darf das nur Scorsese machen. Absolut wahr, das ist so ausgenudelt, der Song von verschiedenen Filmen. Das ist wahr. Toller Song, aber, ne? Ja. Gut, ich habe noch einen und der war für mich ein ziemlicher Mindfuck gestern. Das ist eine Sache, vielleicht habe ich sie verdrängt. Mhm. Ich habe Jäger des verlorenen Schatzes, also den allerersten Indiana Jones, habe ich etwa 10 Mal in meinem Leben gesehen. Oft, auf jeden Fall. Nur so wenig. Oft, oft. Also wirklich oft. Früher habe ich den sogar jedes Mal geguckt, wenn ich erkältet war zum Beispiel. Da habe ich immer die Trilogie geguckt. Ich hab alle drei Filme wirklich oft gesehen. Ja. Marion. Es gibt diese Szene in, da ist Indiana Jones in Schieß mich tot und er trifft auf Marion, das ist die Tochter seines Mentors, genau. Und es wird angedeutet, dass die beiden vor einiger Zeit eine Affäre hatten. Also das ist ein bisschen Nepal. Nepal, glaube ich, und sie ist minderjährig. Ja. 15 Jahre alt. Die Zahl steht, das ist offiziell. Das ist official, das ist Kanon. Sie war 15, Indiana Jones war 10 Jahre älter oder noch älter. Und sie scheißt ihn genau deswegen dafür an. Und Indiana Jones sagt sowas wie, ach, jetzt komm endlich drüber hinweg. Du wusstest, und er sagt sogar, du wusstest, was du tust. Wow. So, wow. Wow. Ich habe nämlich witzigerweise vor 2 Wochen auch Jäger des verlorenen Schatzes mal wieder geguckt. Das fällt einem nicht auf, ne, wenn man das guckt. Im Film wird nicht genau gesagt, wie alt sie waren. Ja, es ist so okay. Ey, das ist Harrison Ford. Der könnte vor dir auch Babys treten und du würdest ihr den immer noch lieben, glaube ich. Aber es gibt halt, es gibt dieses Transkript. Transkript? Hätte ich euch jetzt auch einfach auf Deutsch sagen können. Transkript von Steven Spielberg und George Lucas, behind the scenes mäßig, als die sich über diese Szene unterhalten haben. Ursprünglich wollte George Lucas, und das ist kein Witz, dass sie so 10, 11 ist. Und Steven Spielberg sagt so: Nee, keine gute Idee.
Und dann haben die weiter darüber gesprochen und dann hat George Lucas sozusagen gesagt, aber so 16, 17 fühlt sich falsch an. Das ist nicht brisant genug. Oh Gott. Man muss dazu, ja, es ist super. Jetzt man muss, wo das mit in Star Wars herkommt, mit oh, der kleine Eddie. Oh, kleiner Anakin. Ja. Oh. Neunjähriger Anakin. Ja. Bist du ein Engel? Aber oh, ich hätte gerne in dem Film so eine Szene gehabt wie in Mid-90s mit dem Finger. Gott! Nein. Oh Gott! Man muss mir nicht mit 90s kaputt. Man muss aber dazu sagen: andere Zeiten, andere Denkweisen. Andere Kulturen vielleicht. Andere Kulturen, auch. Das muss man wirklich sagen, ja. Weil es gibt auch genauso in Rocky 1 eine Szene, Alter, zwischen Rocky und Adrian, die mehr als übergriffig ist. Ja. Die nach heutigen Maßstäben und eigentlich damals schon. Die nicht geht, die nicht in Ordnung ist, die nicht, die das ist übergriffig, sagen wir mal ganz ehrlich. Das ist nämlich die Szene, in der Rocky und Rocky ist halt verliebt in Adrian. Adrian arbeitet in diesem Tiergeschäft, Tierfachhandel, wie auch immer man das genau, verkauft Tiere. Und er will sie küssen, sie will aber in dem Moment nicht und sagt auch nein. Und das mehrmals. Aber er drängt sich ihr auf und irgendwann gibt sie nach und dann entsteht halt diese Liebesbeziehung und sie heiraten die sogar. Die über mehrere Filme hält. Die über mehrere Filme hält und dann stirbt sie irgendwann und das ist total traurig. Und ja, es gibt in Rocky 1, diesem für mich nahezu perfekten Film, ich liebe diesen Film, gibt es aber halt diese Szene, die wirklich mit jedem Jahr, mit jedem Mal, dass ich diesen Film aufs Neue gucke, immer so einen bitteren, bitteren Beigeschmack lässt. Und ich denke mir jedes Mal, ich bin, wenn ich Cinema Strikes Back moderiere und irgendwie unseren jüngeren Zuschauern klar machen möchte, guckt Rocky, das ist ein großartiger Film. Gibt es immer, aber auch, man muss das irgendwie dann auch im Hinterkopf haben oder dazu sagen, das ist halt so eine Art Disclaimer. Vorsicht, es gibt diese Szene. Ja. Das ist ja bei Akte X, das habe ich auch festgestellt. Normalerweise, es gibt ja auch diese, wie heißt das, Scully. Studie, ne, das sagt, wenn junge Frauen sich für die Wissenschaft interessieren, hat das zum Beispiel einen Einfluss von Akte X gehabt. Weil die ja gesehen haben, Frauen können wissenschaftliche Berufe annehmen und erfolgreich daran sein und gut drin sein. Alles gut und schön, aber wie oft die sexuell belästigt wird in dieser Serie, auch von Mulder, ist so, hier mal ein Späßchen, hier mal ein Klaps auf den Hintern von dem anderen, so wird einfach hingenommen. Also es wird auch kritisch, aber es gibt nur kritische Blicke immer so, aber es gibt nicht so einen. Sagen wir, boah, hau dir mal einen in die Fresse jetzt dafür, dem einen Typen, ne? Also schon, ja. Ja, verteidige dich. So, sei selbstbewusst. Ja, oder das kann doch nicht beim FBI einfach so durchgehen. Ja. Absolut, absolut wahr. Vielleicht, aber es wäre ja auch der falsche Weg, das einfach wegzuschneiden oder irgendwie. Ich finde, bei solchen Filmen kann man ruhig mal zumindest anfangs irgendwie einen Disclaimer setzen oder sowas. Einfach, einfach so ein Satz. Das macht ja, ich finde das eigentlich ganz elegant, wie Disney das zum Beispiel macht bei bei diversen alten Zeichentrickfilmen und so. Da gibt es teilweise auch sehr fragwürdig, zum Beispiel bei Dumbo. Da werden Stereotype, da gibt es ganz krasse, sehr negative Stereotype, die einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Da wird aber nicht so getan, das wird nicht einfach so getan, als wäre das nicht Teil des dieses Kunstwerks gewesen, sondern es wird ein Disclaimer gesetzt, à la, das kann, so und so, bla bla bla. Und das finde ich eigentlich so ganz elegant, wenn man das so löst. Ich glaube, man muss das eh alles mit ein bisschen Distanzierung betrachten. Alle Werke halt auch. Also sich jetzt Rocky 100% als Vorbild zu nehmen, sagen, oh, okay, Rocky ist erfolgreich und ja, wenn ich jetzt Geldantreiber werde und mir die Frau einfach so schnappe, dann funktioniert das schon irgendwie. Also, weil wir betrachten ja auch, keine Ahnung, Historie mit einem gewissen Abstand. Also, wenn ich sage, boah, die Inka, die Bastard, oder die, wer hat die alle geschlachtet? Maya oder Inka? Jonas, du weißt es. Was? Geschlachtet? Wer hat Menschenopfer ganz Zeit dargebracht? Maya oder Inka? Die Maya haben ganz Also, die Maya, betrachtet es ja schon mit Faszination, aber die haben halt trotzdem Menschen hingerichtet. Also, so, weißt du, so. Nicht dieses, also diese Erwartung, dass ein Film auch immer ein komplettes Vorbild sein muss. Weil das Schwierige finde ich bei diesen Einblendungen vorher, bei Disney-Filmen, herauszufinden, was ist denn die besagte Stelle oder was davon ist nicht korrekt. Also ich glaube, dass man als junger Mensch ist es auch schwierig einzuordnen. Also so wie uns das vielleicht nicht aufgefallen ist, weil wir dann nicht so den Bezug zu haben früher, wenn wir jetzt Dumbo gesehen haben oder sowas. Ja. Das aber in der amerikanischen Kulturgeschichte der letzten 100 Jahre wesentlich eine Rolle gespielt hat, dass es da auffälliger ist. Ja. Das ist halt das Schwierige, es einzuordnen zu können. Und alles das kannst du nicht wissen. Ist eigentlich krass, wie. Ich will alles wissen. Dummer Sommer in dir. Alles wissen. Du musst alles wissen.
Wo wir eben bei Indiana Jones waren. Ja. Aber wir sind übrigens alle negativ auf Corona getestet. Achso, so zwischendurch. Wie viele Stunden Podcast? Apropos, es ist okay, dass wir hier sitzen. Stimmt. Ich will übrigens, ich find's krass, wie brutal die Maya waren und wie unbrutal Biene Maya ist. Ist das jemandem jemals aufgefallen, wie krass dieser Kontrast eigentlich ist? Aber wahrscheinlich, wenn du dir jetzt nochmal Biene Maya genau anguckst, ja, dann wirst du da schon Sachen finden, die. Ja. Da gibt's ja auch eine Kontroverse, ne? Ja, tatsächlich. Die, also in den, mit der neuen Biene Maya, weil die alte Biene Maya, der Anime aus Japan, viele wissen ja nicht, dass es ein Anime ist, die ist ja so ein bisschen pummelig und sowas. Also, okay, vollkommen. Jeder akzeptiert, ne? Und auf einmal kam mal diese neue. Ich weiß nicht, ob das ZDF das selber gemacht hat, ne? Wieso? Diese animierte, die ist rank und schlank. Und da haben sich Leute aufgeregt, dass die jetzt so ein dünnes Bienchen ist und halt nicht mehr einfach nur Biene Maya. Ja, wie sie halt so ist. Krass, das habe ich nicht mitbekommen. Krass, ich sehe es gerade. Das ist ja wirklich krass. Also, die haben jetzt, siehst du das da? Die haben jetzt so ultra, mit so einem Riesenkopf, ja, genau. Ultra die ist ja wirklich schlank geworden. Ja. Schlank und rank. Also, why? Das ist eine fucking Biene. Ja, aber. Lass die doch so, ist doch okay, wie sie war. Das finde ich so. Das meinst du, es gibt da draußen jemanden. Meinst du, es gibt draußen mit jemanden, der einen Biene-Maya-Fetisch hat? Bienenfetisch? Sich vielleicht von Bienen stechen lassen. Kennt ihr diesen einen Politiker, der genauso klingt wie. Wie heißt ihr bester Freund? Willi. Willi. Ja, der ist doch von der FDP. Ist er nicht von der FDP oder sowas? Ich weiß nicht, wen ihr meint. Das ist witzig. Also, ich kenne Willi, aber nicht den jeweiligen. Also, FDP-Parteitag. Das ist so wirklich so, als ob der Synchronsprecher der Typ wäre. Ja. Es gibt aber natürlich auch alberne, lustige Menschen bei allen anderen Parteien. Ja. Wir müssen ja hier als öffentlich-rechtlicher Sender auch neutral bleiben. Ja. Auch Sarah Wagenknecht spricht ein bisschen lustig. Liebe Parteien, ihr habt alle witzige Menschen drin. Ja. Richtig witzig. Ja. Wer ist der Politiker oder Politikerin, der die am lustigsten spricht? Der Typ von der FDP. Okay. Das ist auf jeden Fall der. Okay, aber ich will unbedingt. Es gibt das Oberhaupt der Gang ist. Stell dir vor, der säß da als einziger im Gang im Bundestag. Ich will jetzt nicht sagen, dass der mich an einen ehemaligen Bundeskanzler erinnert. Stimmt, tut er. Ja, stimmt. Ja, absolut wahr. Nicht Gerhard Schröder. Nein, nicht Gerhard Schröder. Aber schon von der CDU-CSU, ne? Ja, und ja. Ja, du hast schon recht. Jetzt rutscht mir ins Politische. Ja, aber da ist eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest optisch. Ich will aber unbedingt bei Rocky bleiben. Ja. Habt ihr mal zuletzt vor, weiß ich nicht, vor unter 5 Jahren mal Rocky 4 gesehen? Rocky 4 ist. Unter 4 Jahren. Ich glaube schon, Ich glaube, vor 5 Jahren habe ich es gesehen. Tatsächlich. Okay. Ja. Also, das ist der in Russland spielt, in dem Apollo Creed stirbt. Spoiler. Wow, ja, das ist der Anfang des Films. Ja, komm, damit das weiß das man. Das weiß in man. Der Jesus Anfang stirbt. Spoiler. Ja, es ist auch der Anfang, stimmt. Ja. Und Rocky fliegt nach Russland, um Dolph Lundgren, also Ivan Drago, kaputt zu schlagen. Und Baumstämme zu tragen. Zu tragen. Es ist auf jeden Fall der Rocky 4, der. Also, während Rocky 1 noch so eigentlich ein recht ernster und berührender Film ist, Rocky 4 komplett geisteskrank. Also Rocky beendet den Kalten Krieg ja quasi. Genau. Ja. Super witziger, unterhaltsamer Film. Und da gibt es aber anfangs eine so seltsame Szene, in der Paulie ist ja. Oh Mann, das ist mir nicht Roboter. Die Roboter. Ja, der, genau. Oh Gott. Paulie ist der Bruder von Adrian, ne, wenn ich mich irre. Der ist doch auch so ein. Der geht heute auch gar nicht mehr als Jugendlicher. Ja, der ist auch eigenartig, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Der lebt in dieser Villa. Also, Rocky ist ja zu dem Zeitpunkt bereits reich und erfolgreicher Boxer und der beste und Boxweltmeister, der beste Boxer der USA und was weiß ich nicht alles. Und hat halt diese Villa, in der er mit Adrian lebt und auch seinem Sohn. Hat der da nicht auch sogar ein zweites Kind? Bin ich mir gerade nicht sicher. Und da lebt halt auch Paulie und dann wird so angedeutet, nicht nur eins wird klipp und klar gesagt, dass Paulie diesen Roboter-Butler als der so klein und dick ist, ne, dieser Roboter, so klein und so komisch gebaut. Es ist eher ein absurdes Gerät für, genau, für diese Zeit. Genau, genau. Weil wann spielt Rocky 4? Und das halt, ne, das Anfang der 80er oder sowas wird der wahrscheinlich spielen, nehme ich an. Aber das. Paulie halt mit diesem Roboter eine Beziehung hat und dann wird auch angedeutet, dass die beiden miteinander schlafen. Und das ist so. Kleine Sexschwein. Ja, ja. Und ich sitze da jedes Mal und denke mir so, okay, warum? So, warum ist das in diesem Film? Da gibt es eine gute Frage.
Aber ich habe das Gefühl, ey, so, dass das meiste, was hier dran kommt, sind wirklich so Liebesbeziehungen, die irgendwie nur irgendwo reingedrückt wurden. Oder? Ja, ich habe nämlich hier aber noch was für. Aber wenn der Roboter humanoider wäre, wäre es dann immer noch cringe? Ja, aber dann geht es ja in so eine Blade Runner-Richtung, wo es interessant wird. Und in was Star Trek hat das nämlich auch mit Androiden, also wenn es ein Androide wäre, statt ein Roboter. Es ist ein ziemlich hässlicher Roboter. Voll. Also auch. Also nicht menschlich. Also meinst du, kann man nicht mal als Objektophiler was kann nein, Objektophile können ja alles lieb, glaube ich. Also außer diesen aber hässlichen Roboter. Aber ich glaube, es ist jetzt kein Sexroboter, sagen wir es mal so. Ich habe übrigens zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich, obwohl ich riesen Blade Runner Fan bin, habe ich zum ersten Mal Träumen Androiden nachts von elektrischen Schafen gelesen, das worauf Blade Runner basiert und heute auch Blade Runner heißt. Ja. Also ich habe relativ viel von Philip K. Dick gelesen. Normalerweise bleiben die Filme so relativ nah an den Büchern. Nee, nee. Das nicht. Ich kann bis heute nicht verstehen, wie daraus Blade Runner wurde. Also, haben Sie den Aspekt mit diesen künstlichen Haustieren aber mit eingefangen? Ja, so ein bisschen. Also die Schlange, die im Film vorkommt. Ja. Aber geht's nicht am Anfang, du hast der Nachbar ein Schaf auf dem Dach hat oder sowas? Ich glaube schon. In dem Film, meinst du? Nee, im Buch. Nein, im Buch, ja. Ja, genau. Nicht der Nachbar, er hat ein. Achso, er hat auch ein Schaf. Er hat ein elektrisches Schaf auf dem. Ja, der hat eins. Und der Nachbar hat ein echtes Pferd. Und er ist neidisch, dass alle echte Tiere haben. Ja. Und das ist so ein Prestige-Ding, dass du ein echtes Tier hast. Und es ist ein super weirdes, seltsames Buch. Hm. Egal, Jonas, was hast du denn noch? Du hast doch noch gesagt, du hast was, oder? Nee, das war Game of Thrones, letzte, was ich gesagt hatte. Hast du denn noch was? Weil ich hätte sonst noch zwei. Ich guck grad mal auf meine super kluge Liste. Ja. Ich hab noch zwei quasi. Zwei Sachen. Dann fang an. Also Donnie Darko, habe ich letztens erst noch mal gesehen. Und wenn ihr euch erinnert, Drew Barrymore spielt mit. Die hat ja den Film, glaube ich, auch mitproduziert. Und die spielt eine Lehrerin. Mhm. Und die wird halt für ihr Verhalten, weil sie halt verbotene Bücher, so sagen zumindest die konservativen Eltern, verbotene Bücher mit den Kindern liest, mit ihren Schülern liest, wird sie gefeuert. Mhm. So, aber das spielt überhaupt keine Rolle in dem Film. Also aber was nicht spielt in dem Film eine Rolle, ist die Frage. Vieles, vieles. Aber das ist so, ja, es führt halt ins Nichts. Also es ist so gefühlt, ja, gibt Drew Barrymore quasi als Aussehen mehr Screentime. Mhm. Sie kommt auch als coole Lehrerin ganz gut rüber und so, ist das alles okay, aber es ist so, ja, why? Also, ja, klar, es geht so um die Connection von verschiedenen Schicksalen, Leuten, und dann hat sie irgendwie noch eine Affäre mit dem Physiklehrer und sowas, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Es spielt eigentlich keine Rolle. Aber ist das bei Donnie Darko nicht super schwer zu sagen, bei diesem sehr eigenwilligen Film? Nee, der Rest macht ja schon Sinn. Also, so als Subplot, weil es nicht so. Nicht direkt connected mit Donnie Darko, der geht jetzt nicht hin und sagt, oh, schade, dass die Gebäude sind oder sowas, und ist einfach losgelöst davon. Deswegen ist es so, why that? Oh, ich sollte Donnie Darko noch mal sehen. Und an alle, die Donnie Darko noch nicht gesehen haben, es lohnt sich, den zu gucken. Ja, und die Sequels, die sind noch viel besser als die habe ich nie gesehen. Darko, ey, nein. Ja, ich habe das hab auch nie mit seiner Schwester, die ebenfalls Kräfte und auch Zeit. Aber die nicht mehr von Maggie Gyllenhaal gespielt hat. Nee, ist auch die jüngere Schwester. Die hat ja zwei Geschwister. An die ältere Schwester, Maggie Gyllenhaal. Und das habe ich noch eine komplett vergessen. Da gibt es diese Szene am Tisch. Die Cheerleader-Schwester. Genau, die ja so eigentlich auch Gefahr gelaufen ist von diesem pädophilen Lehrer, beziehungsweise ist ja kein Lehrer, sondern diesem Typen angegrammt zu werden. Stimmt. Das ist der von Patrick Swayze gespielt wird, ne? Ja. Crazy. Nee, das ist schon crazy Swayze. Die Frage ist nur, Director's Cut oder nicht Director's Cut bei Donnie Darko? Ich habe den nämlich nicht Director's Cut geguckt. Der Director's Cut gibt noch ein paar Erklärungen. Ich habe den Director's Cut geguckt. Da sind noch so Einblendungen drin. Der ist so in Kapitel, glaube ich. Und perfekt. Aber ja. Das ist traurig. Ich hätte noch eine Liebesbeziehung am Start. Aber es ist ein Film, von dem ich ziemlich sicher weiß, dass ihr den nicht gesehen habt. Oh. Ich kann es euch ja mal erzählen. Okay, wir machen hier Financial Donuts. Eine Frage. Achso, ihr wollt raten? Nee. Ich sag's euch direkt. Das ist unratbar. Weil, okay, oder ich gebe euch Tipps und ihr erratet den Film. Der Film hat eine Zahl im Titel. 7, 8, 9, 10, 11, 23, 22. Hört auf, nur wenn ihr es wisst. Der ist ein zweiter Teil, ein Sequel. Der Titel ist eine Alliteration. Es ist ein Tomb Raider 2. Party People 2. Es ist eine Alliteration. Tomb Raider. Was hast du gesagt? Party People 2. Nein. Scheiße. Aber es geht schon in die Superhelden-Richtung. Nicht nur, es ist mittendrin. Und von DC. Avengers. Wonder Woman 84. Genau der. Avengers Endgame. Das Endgame. Das wäre eigentlich ein geiler Titel für Ant-Man 3. Ja. Endgame. Wenn sie witzig sind, macht sie das. Aber es ist Wonder Woman 84. Ohne Scheiß, ich fände es witzig. Ja. Ant-Man 3 Endgame, das wäre sau witzig. Hallo, Kevin Feige, ruf mich an. Bisschen Geld, dann kannst du das benutzen. Oder eine Handvoll Donuts. Ja.
Aber also, einige Hände. Die Love Story in Wonder Woman 84. Also, pass auf. Da gibt es eine Story. Also, erstmal, es geht ja um einen Wunschstein. Was soll ich denn um eine Wunschfrau, so Wonder Woman? Was? Was? Ja, es geht um einen Wunschmann, der sich vom Wunschstein wünscht, dass er zum Wunschmenschen wird. Ach Gott. Und dann kann er Wünsche erfüllen. Ach ja. Also, er ist quasi der Genie. Quasi. Aber das ist gar nicht, das ist der Hauptstrang, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht halt darum, dass Diana Prince, also Wonder Woman, im Smithsonian arbeitet in den 80ern und dann kommt so durch nach einem Kunstraub, nicht Kunstraub, nach einem Antiquitätenraub, kommt, landet bei ihr so ein Stein, so ein komischer Stein. Und es ist ein Wunschstein, wie sich dann herausstellt. Und sie wünscht sich natürlich dann, bevor sie weiß, dass es ein Wunschstein ist, wünscht sie sich ihren Geliebten zurück, der ja gestorben ist, nämlich Steve Trevor aus dem ersten Teil. Der soll wiederkehren und das wünscht sie sich. Denkt sich nichts dabei, weil sie ja nicht, weil sie natürlich nicht davon ausgeht, dass es wirklich ein Wunschstein ist, der funktioniert, weil das halt auch eine Idee von 12-Jährigen ist, die einen Film schreiben. Das ist ein Wunschstein! Das wäre geil, wenn sie da steht, so in den 80ern, den Wunschstein und so, ich wünsche mir Trevor zurück und dann kommt Trevor Monick, der Nachbar von Alf. Das wäre ein witziger Film. Trevor aus GTA. Oh, das wäre noch besser. Noch besser. Das hätte all diese Ideen hätten den Film tausendmal besser gemacht. Diesen Schundfilm, wirklich, das ist ein Mist, dieser Film. Das geht, das ist unglaublich. Ey, guck, jetzt mal, gerade eine Idee für Marvel gedroppt und jetzt für DC. Absolut. Aber dann passiert es halt tatsächlich, dass Steve Trevor im Körper eines anderen Mannes, eines völligen Fremden, wiederkehrt. Sein Bewusstsein wird aus dem Nichts. Der redet dann auch darüber, wie der halt tot war und der Tod war für ihn so, es war ein Nichts, ne? Und er ist halt zurückgekehrt, sein Bewusstsein ist zurück in den Körper dieses Mannes. Was ist mit dem Mann? Stirbt der einfach? Pass auf, hör mir zu, darum geht's. Und dann stellen die halt beide fest, also es fängt halt auch wirklich damit an, dass dieser Fremde da vor ihr steht und halt erklärt, ich bin Steve. Dann schwenkt die Kamera so einmal und sie beginnt zu begreifen, dann wird das halt, den Rest des Films ist es dann tatsächlich Chris, wie heißt der? Chris Pine. Und dann ist es halt auch Chris Pine. Und dann reden die auch darüber so, was ist mit diesem anderen? Wo ist der hin? Das ist ja creepy. Und dann reden die darüber und die sagen halt, keine Ahnung. Dann lachen die einmal darüber. so völlig unpassend lachen die darüber. Also, und dann haben die beiden miteinander Sex. Die haben Sex. Mit dem Körper, klar ist es Chris Pine, den man on cam sieht, aber es ist halt innerhalb der Handlung, es ist halt ein fremder Mann. Und was passiert? Dieser Typ, um den es geht, ne, also dieser Fremde, der spielt keine Rolle mehr. Das ist wie bei Being John Malkovich, wo dann John Malkovich quasi in seinem Bewusstsein nach hinten tritt und dann jemand anders und er kann nur zuschauen. Ja, aber da wird es ja thematisiert. Das ist ja Teil des Horrors quasi. Ja. Wow. Aber hier ist es halt wirklich einfach so, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Die hätte doch einfach da auftauchen können. Blub. Aber so aus dem Nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein großer Spoiler ist, aber stirbt dann dieser Trevor am Schluss wieder? Wird da irgendwas aufgelöst? Oder? Er ist dann weg. Ja, okay. Ja, ich will es jetzt nicht spoilern. Weil er kommt ja nicht mehr vor. Man sieht dann ja nicht bei den Avengers-Filmen oder Dann ist er ja auch 30, 40 Jahre älter. Ja, aber also das spielt natürlich eine Rolle dann am Ende. Ich will es jetzt nicht spoilern, weil dafür ist der Film zu neu. Oder vielleicht machen Billy Bob Trevor. Warum ist er nicht im Körper von Billy Bob Thornton aufgetaucht? Ja, aber ist es so. Die vögeln halt mehrmals. Und ist das nicht. Könnt ihr euch nicht. Also, ich finde es. Für mich ist es Vergewaltigung. Aber ich fände es witziger. Dass sie einen fremden Körper benutzen. Was wäre passiert? Aber das ist total wie in John Malkovich, weil es schlüpft in den Körper und hat auch, die haben auch Sex miteinander. Ja. Und das ist ja auch Rape. Es ist ja richtig fies, ey. Ja. Aber was wäre passiert, wenn dieser Trevor irgendwie in den Körper einer Giraffe gekommen wäre? Hätten die dann auch Sex gehabt? Oder? Aber das wäre auch ein besserer Film gewesen. Oder der Twist einfach so. Gerade Sex und sagen, Prank, ich bin gar nicht Steve. Ich hab nur seine Bibel. Hier ist die Kamera, da ist die Kamera, da ist die Kamera. Und dann kommt Ashton Kutcher rein. Prank, you just got pranked. Da kommt Leon Mascher. Ja, oder? You just got pranked, nennt. Pranked nennt. Boah, heute droppen wir Gold. Ja. Pranknent. Das ist unser neuer YouTube-Kanal. Gold. Ja, das ist unglaublich gut. Pranknent. Aber ich habe das gesehen von Leon Mascher.
Mhm. Leon Machère. Das war echt gut. Es kommt auch wieder so ein Subplot. Das ist ein Subplot. Hast du es gesehen? Ja. Ich weiß, wovon ihr redet, aber ich habe das noch nicht gesehen. Ja. Das ist verrückt. Das war's. Mehr reden. Der Plot, Plot-Ding läuft. Dann sag lieber deinen nächsten Film. Das ist ein Riesenfass, das du jetzt hier aufmachen würdest. Ja, Fässchen. Ich muss gucken. Sonst kann ich auch direkt den nächsten machen. Ich habe noch Breaking Bad. Marie klaut Dinge. Ach ja, die Kleptomanin. Ja, also das ist so. Ich finde, es ist jetzt nicht das schlimmste Plothole oder sowas oder Plotline, die irgendwo ins Nichts läuft. Sie stiehlt halt Sachen, sie geht in so Hausbesichtigungen rein. Also es ist halt die Schwägerin von Walter White. Die Frau von. Die Schwägerin, genau. Und die Frau von Hank. Hank genau. Ist ein Schwippschwager. Genau. Sie geht in so Hausbesichtigungen und lässt da Sachen mitgehen. Lügt da immer rum, sie ist sonst irgendwer mit so und so Familie und lässt immer so kleine Löffelchen mitgehen. Sonst irgendwas. Aber die klaut auch im Laden. Sie klaut im Laden, verschenkt das so an ihre Schwester. Wird erwischt und so. Führt ins Nichts. Also ich finde ja, das ist so ein interessanter Charakterzug in der Erzählung, dass dieser Figur dann vielleicht ein bisschen tiefer gehen wird, aber es führt auch dann zu nichts. Es ist nicht super schlimm, aber es ist irgendwie auch so, ich hätte gerne gesehen, was entwickelt sich denn daraus? Weil sie scheint hier ein Problem zu haben. Ja, jetzt ist aber auch die Frage, und das ist eine Frage, auf die es wahrscheinlich keine Antwort gibt: so, ab wann fängt Charakterisierung einer Figur an und wo hört Charakterisierung auf, wo fängt Subplot quasi an? Gibt die Serie irgendwie einem das Gefühl, dass das noch irgendwo hinführt? Aber ich gebe dir recht, so. Das ist, als du das auch gerade gesagt hast, sag ich mir, ach ja, stimmt ja. Das gab es ja auch in dieser Serie. Und das passiert ja ein paar Mal tatsächlich. Also, es ist ja nicht nur, sie hat einen Krach mit ihrer Schwester, die versöhnen sich ja irgendwann später wieder. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen. Die hat ja aber auch ein Problem mit Hank. Das ist ja auch ihre Art, um da. Ja, genau. Auch sie, hat ja vorher, kommen, sie hatte vorher das ja schon gemacht, wird gesagt. Und das kommt dann wieder hoch, so, ne? Ja, genau. Altes, schlechtes Verhalten. Ja. Vielleicht gibt es einen neuen Film mit ihr. Ja. Davon hat die machen Breaking Bad neu, das ist ja nicht Hank, sondern Mr. Hanky. Das war aber auch tatsächlich einer meiner Lieblingsstellen, einer Etappen von Breaking Bad, wenn Hank dann da in der Garage die ganze Zeit an den Steinen, mit den Steinen rumhantiert. Oder im Bett sitzt er ja, weil er nicht rauskommt. Ja, genau. Mineralien. Mineralien, ja, genau. They are not stones! Fand ich sowohl witzig als auch geil für die Figur, als auch einfach geil. Aber immer noch eine der besten Serien. Ja. Ich habe einen Film, den ich eigentlich liebe. Der aber bei der breiten Masse gar nicht so gut ankommt, allerdings auch ein Oscar-Preisträger ist, von Martin Scorsese und die frühe Filmgeschichte behandelt, nämlich Hugo. Hugo. Ja. Hugo Cabret. Hugo Cabret. Der Film beginnt, also so zumindest als die Trailer anliefen und wie der Film immer wieder beworben wird und so auf den ersten Blick, ist der Film über einen Jungen, der am Pariser Hauptbahnhof, der da lebt, der im Pariser Hauptbahnhof da irgendwo oben in diesem Kirchturm, was auch immer, da lebt. Der Kontrolleur von und der, Paris, genau. Von Gare du Nord. Und der ist, dieser Junge stößt irgendwann auf so ein Geheimnis und dann stellt sich heraus, und ich glaube, das ist so meine persönliche Vermutung, warum der Film bei so vielen so nicht ankommt. Eigentlich ist das halt quasi nur so der Ausgangspunkt, um zu erzählen, dass Georges Méliès, einer der größten Filmemacher der Geschichte, aber halt von ganz, ganz, ganz jungem Film, mittlerweile so einen kleinen Wahn, so Sachen verkauft. So Spielsachen verkauft am Bahnhof. Wundervoll gespielt allerdings von Ben Kingsley. Und dass der Junge halt auf ihn trifft und dann halt dieses gesamte, dann erzählt halt, wird halt die gesamte Geschichte dieser frühen Filmkunst erzählt. Und das war halt sowas, was ich persönlich geliebt habe. Ich habe es aufgesaugt. So. Ja. Aber konnte für mich nicht enden. Das habe ich noch nie gefragt. Hast du den damals gesehen und hast schon gewusst, auf was es hinausläuft? Oder wurdest du überrascht? Nee, ich wusste, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, wusste ich nicht, dass es um Georges Méliès geht. Boah! Ja. Alter, da bist du durchgedreht, oder? Deswegen ist dieser Film ja auch bei mir so unglaublich hoch angesetzt. Weil ich hatte halt vorher durchs Studium bereits Georges Méliès und so kennengelernt und die Filme und war halt völlig verzaubert. Und wie ist das? Bitte? Achso, ja. Oh und ich war halt völlig verzaubert und tatsächlich war auch die Reise zum Mond immer so einer, es ist immer noch eigentlich einer meiner Lieblingsfilme. Das ist so ein großartiger Film. Und als sich das Ganze so angebahnt hat, dachte ich mir nur, what the fuck. Wenn man aber so darüber nachdenkt, sind diese Filme, das sind wirklich so zwei Hälften, die völlig unterschiedlich sind. So, das erste ist nur ein Vehikel im Prinzip, um zu dieser Georges Méliès-Handlung zu kommen. Weil er findet ja dann auch irgendwann diesen, wie hieß das Ding? Automatron. Ne?
Ihr wisst, was ich meine. Den Stahljungen, genau. Und so kommt er halt auf dieses Geheimnis. Mhm. Und es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die sagen, ja. Aber ja, das ist. Also umgekehrtes Full Metal Jacket, wo alle sagen, oh, der geile erste Teil, genau, im Ausbildungslager und dann nur Vietnams langweilig. Also, der perfekte Film wäre der Anfang von Full Metal Jacket und dann die zweite Hälfte. Wir werden ausgebildet und treffen dann. Nee, andersrum. Auf Josh Millier. Ja. Na gut, ja. Nee, die gucken sich dann, in der zweiten Hälfte wird noch so eine Szene nachgedreht, wo sie am Fernsehen gucken und dann kommt das mit Josh Millier. Oh. Genau. Und wieder eine famose Filmidee von Cinema Strikes Back. Ja. Sollen wir zu den Kurznachrichten aus der Filmwelt übergehen? Da ist was passiert. Hättet ihr Lust, da ist ein bisschen was passiert. Erstmal wollte ich sagen, weil Jonas, du machst ja bei uns, du bist ja bei uns der Top 5 Mensch. Jede Woche montags kommt auf YouTube unser wundervolles Format Top 5, in dem Jonas meistens in, sag ich mal, 19 von 20 Fällen berichtet, was so die Woche startet an Serien und Filmen. Eigentlich auch im Kino, aber das hat bald, ja, bald auch wieder mit Kinoansagen, ja. Aber vor allem auch im Streaming. Markt. Du hast eine Serie ausgelassen, auf die Leute total gehypt sind, und die startet quasi heute, wenn dieser Podcast rauskommt. Oh. Am 4. Juni 2021. Das ist aber noch nicht Loki, oder? Nee, nicht Loki. Loki kommt am 9. Nein, kommt nächste Woche. Also, okay, die kommt nächste Woche in der Folge. Sweet Tooth. Sweet Tooth. Sweet Tooth auf Netflix. Und ich habe tatsächlich mitbekommen im Internet, dass Leute richtig gehypt drauf sind. Das erzeugt gerade so ein bisschen. Das kommt. Worum geht's? Das hatte ich euch mal erzählt in einem Podcast. Da gab's, das basiert auf Podcast. Das basiert auf einer Comicreihe, auf die ich total abgefeiert habe, aber zumindest also nur einen kleinen Teil gelesen habe. Ach, ist das aus X-Men Sabertooth als Kind quasi? Nein. Ist das von einem von einem Typen, der richtig gerne Süßigkeiten isst? Ja. Nein, auch nicht. Es geht um eine Welt, in einer postapokalyptischen Welt, in der es so Tier-Mensch-Hybriden gibt. Mhm. Und es geht um so einen Jungen mit so, der so halb. Pauly likes that. Der so halb Hirsch ist. Und so sehr, das ist so sehr gefühlvoll und sehr. Nicht Hirsch. Hirsch ist das falsch. Welches Tier hat noch mal so Geweih? Das ist so. Milch? Nee, so ein Bock. Der ist so halb Bock. Ja, so halb Bock. Ziegenbock, halb. Ein geiler Bock. Also quasi wie Daniel Radcliffe in Horns. Also ein Pan. Ja, so in der Art, ja, tatsächlich. Okay. Und da geht es auch ganz viel so um das Thema Glaube, weil er wird recht religiös aufgezogen und verliert aber dann irgendwann auch seinen Glauben. Das ist so eine sehr gefühlvolle Geschichte. Es ist weird. Es ist wirklich, es ist auch super schwer zu beschreiben und es ist tonal auch. Deswegen, diese Serie, wenn sie das schafft, dann Hut ab, aber es ist sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Aber was ist denn die News, dass es den Hype gibt? Das ist das Start. Ich wollte nur unbedingt sagen, dass das startet. Ach so, okay. Aber das ist eine Netflix-Produktion, ne? Ja. Basierend auf einem Comic. Bitte? Ja. Okay. Schaut euch mal Death Note an. Das ist der beste Netflix-Film, den es jemals gab. Kann. Und hoffen wir mal, dass die ganzen Leute, die jetzt sich doch vorher nicht enttäuscht werden. Netflix, streng dich an. Ja, ist das. Also seid ihr so pessimistisch, was bei das Netflix-Produktionen. Aber ja, ist jetzt, ich habe genau. Also bei Serien ja besser als bei Filmen insgesamt, so gefühlt. Ja. Das ist diese Woche die Kurznews. Yay! Yeah. Sweet Tooth. Aber nee, ich freue mich einfach so sehr, dass das sah auch. Ich habe halt Trailer gesehen, das sah irgendwie süß und richtig aus und es hat sich richtig angefühlt. Ich dachte, es ist süß. Die Serie, also dieser Comic ist süß. Es ist so, es ist aber auch sehr schwer. Ich glaube, auf Wikipedia steht Mad Max meets Bambi. Es ist eine total gefühlvolle, süße, kleine, ruhige Geschichte in dieser völlig so abstrusen Welt. Ich habe aber auch nicht genug gelesen, um jetzt da ins Detail zu gehen, aber es ist halt, es hat riesiges Potenzial. Das klingt so vom Feeling her, so wie du es erzählst, ich habe noch nichts gesehen, es klingt so ein bisschen wie so Hayao Miyazaki-Filme. Die sehen ja auch immer so süß aus, aber sind teilweise. Ja, ich weiß, was du meinst, so Prinzessin Mononoke-mäßig, weil es ja auch teilweise sehr, sehr, sehr zur Sache geht, aber so auch nicht unbedingt, schon anders. Okay. Ja, ich guck's mir mal an. Ja. Kennt ihr Godzilla meets Bambi? Was? Den Film? Den gibt's? Ja, es gibt den Film. Godzilla meets Bambi. Ja. Ist das ein Nein, es gibt den Film tatsächlich. Den kannst du dir jetzt am Stück angucken, du wirst kaum Zeit verlieren. Von wann ist der? Boah, 60er, 70er? Ist eine große Produktion oder was? Ist das ein Riesending? Kannst du bei YouTube einfach komplett gucken. Also Bambi meets Godzilla heißt der. Das ist ein Animationsfilm von einem Kanadier aus dem Jahr 1969 und der ist knapp eine Minute lang. Ja.
Und weißt du was? Ach, Moment. Ich habe das sogar mal gesehen. Ich glaube, ich habe das auch gesehen. Ich habe das sogar mal gesehen. Ich glaube, dass der sogar bei diversen Godzilla-Filmen irgendwie so als extra mit drauf war. Ja, ich habe mir nicht mehr sicher, auf meinen Disc leider nicht. Doch, 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 doch. Das ist einfach nur. Ja. Ich meine, für das Alter dieses Films ist einfach nur witzig. Lasst den völlig, lasst nicht verraten, worum es geht. Leute, ja, sollen jetzt einfach das komplett an. Auf YouTube, guckt euch das gerne mal also, an. Also besser als der Menschenplot von dem aktuellen Godzilla-Film. Auf jeden Fall. Ich wollte aber mal vorschlagen, sollen wir denn nicht gemeinsam irgendwie sagen, wir treffen uns nächste Woche halt wieder zum Podcast und sprechen über Sweet Tooth, so die erste Folge? Können wir machen. Je nachdem, was halt, also ja. Vielleicht habt ihr auch Bock mehr zu gucken. Haben wir die Comics dazu oder sowas? Nee, ne? Wir haben, ich besitze die nicht. Okay. Ich auch nicht. Okay, dann gucken wir es unvorangenommen. Ja. Ich hab vielleicht auch besser. Das ist ja. Ja. Kommen wir aber zu dem, wir haben ja. So alle paar Wochen reden wir immer wieder über, haben wir unseren Filmclub. Wir wählen einen Film und dann sprechen wir alle gemeinsam darüber und hoffentlich die Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Filmclub! Und heute ist Le Mans 66 dran. Gegen jede Chance, oder? Ja. Warum auch immer. Mal wieder ein richtiger Rohrkrepierer, den wir ausgesucht haben. So heißt der Film zumindest in fast der gesamten Welt, aber in den USA heißt der Ford versus Ferrari. Was viel geiler klingt. Find ich Findest auch. Du? Finde ich auch. Ja, klar. Ford Ferrari? Definitiv. Du findest Le Mans 66 geil? Ich finde den Le Mans 66 eher was. Ich finde den deutschen Nachtitel halt so bescheuert, gegen jede Chance, oder? Ja. Ist der so? Ja. Das finde ich nie nice. Ja, weil aber Ford, ich hatte nämlich erst Ford vs. Ferrari ist tatsächlich irgendwie trashy, weil so Versus-Filme so. Also mich hat Le Mans 66 null abgeholt. Wenn ich den Titel nur lese, denke ich mir so, nein. Ja. Ja, Ford vs. Ferrari, das verspricht so ein bisschen Spannung, Brisanz. Aber das liegt halt auch daran, dass ich glaube, für viele, das weiß ich jetzt seit dem Film, ich glaube, für viele Rennsportfans ist so Le Mans 66 so ein geflügeltes Wort. 24-Stunden-Rennen halt. Ja, natürlich. Aber für mich halt so gar nicht. Ich dachte auch anfänglich, okay, Christian Bale spielt wahrscheinlich Ferrari, Enzo Ferrari. Und Matt Damon spielte Henry Ford. Henry Ford! Ich habe mich auch gefragt, so, warum eigentlich 24-Stunden-Rennen? Weil die 24 Stunden fahren. Weil das 24 Stunden. Ja, aber warum? Wer hat das festgelegt? Warum ein nicht? Tag, das ist ein warum Tag. Warum nicht 48 Stunden, weil es krasser ist? Zwei Tage. Weil oder ich glaub, eine Woche. Ich glaube, ja, das hätte das Material tatsächlich auch damals nicht ausgehalten. Ich glaube auch heute. Boah, Jonas ist versteht nicht. Sport nie. Nee. Warum ist ein Fußballspiel 90 Minuten lang? Aber warum ist ein Marathon 42,9 Kilometer? Das weiß ich. Ja, stimmt. Ja, wegen, der ja wegen dem Läufer. Ja, ja. Trotzdem. Ja. Aber guck mal, das ist ein krasser Motherfucker. Der hat Marathon gelaufen, bevor es Marathons gab. Ja, das war der erste. Das ist krass, ne? Ja. Vorher hat nie ein Lebewesen 42 Kilometer in, ja. Hat bestimmt gecheatet. Gecheatet? Ja, bestimmt gedopt oder so. God Mode. Einfach Roller Pferd genommen, gefahren. Ist einfach von der Stadt abgestiegen. Oh, ich bin ganz durchgelaufen. In Wahrheit hatten die Inliner damals. Das kann auch sein. Ja, nee, oder ist geflogen. Der ist mit dem E-Scooter da durchgefahren. E-Scooter. In der Toga. Krass. Mit Toga an auf dem E-Scooter. Was war genau der Geschichte? Also, pass auf, Marathon heißt ja, weil er zur Stadtmarathon zurückgelaufen ist? Oder was war es? Der hat die Griechen vor dem heranrückenden Herr der Perser glaube ich, gewarnt und ist 42 Kilometer gelaufen. Und dann tot zusammengebrochen. Was für eine Lusche. Guck mal, wie viele Leute inzwischen aber es war hin und zurück, oder? Nee, es war eine Strecke. Eine Strecke, 42, okay. 42, noch was. Aber. Ja, 42,9, aber oder 7. Aber was zur griechischen Stadt und wieder zurück. Oh, ich habe Bescheid gesagt. Nein, hast du aber auch gesagt, dass wir gleich kommen. Nee, ist der nicht zur Armee gelaufen, was so irgendwie 20 noch was Kilometer waren und dann zurück? Nee. Nein, sicher? Der ist von Marathon nach Athen. Oder andersrum. Nee, ich glaube von Marathon. Ja. Aber stell dir vor, Marathon hört sich auch besser an. Stell dir vor, ich laufe heute Athen. Ich laufe ein Halb-Athener. Das hört sich gut an. Klingt doch auch geil. Ich laufe ein Halb-Athener? Ja. Nee, das ist Marathon. Tonnen. Marathon. Das hört sich gewaltig an. So wie Sabaton. Sowas hört doch Alper, oder nicht? Ja. Marathon, die Band. Weiß ich nicht. Soll ich das gerade nachgucken? Einfach mal Google Maps, das ist dein Handy. Einfach Google Maps, Marathon. Athen. Oh Gott, jetzt sind wir hier wieder versunken im Geschichtschaos. Wenn ihr es besser wisst da draußen, schreibt die Sachen gerne in die Kommentare. Athen. Ja. Das ist aber auch so, Gott, wann war das denn? Das ist so Schule 8. Klasse, Geschichtsunterricht. Ja, also es war 500 vor Christus etwa. Und diese Legendenbildung hat sich erst 500 Jahre später gebildet. Ne? Oh, dann weiß man immer, dass es bestimmt so genau. Was denn? Also Google Maps, ja, ja. Sagt, von Marathon bis nach Athen sind es nur 35 Kilometer. Tja.
Ja, aber der ist vielleicht nicht vom Stadtzentrum zum Stadtzentrum, sondern ja, und von außen. Du hast die Straße. Ich weiß. Kurzer Funfact: zu Fuß 7 Stunden mit der Bahn, 2 Stunden. Moment, laufen Leute nicht das in 2 Stunden 47 so ein Marathon? Ich habe keine Ahnung, was Marathonzeiten sind. Zwei Stunden? Nein, das wäre Weltrekord. Ich glaube, also so ein Anfänger braucht, glaube ich, so 4 Stunden. Gute Läufer brauchen, glaube ich. Guck mal, wie ist der Rekord im Marathon? Gott, wo sind wir hier wieder gelandet? Ja, wer hat das denn hier gedroppt? Tut mir leid an alle Leute da draußen, dass es wieder hier super. Ja, du hast doch selber damit angefangen. Warum ist es das 24-Stunden-Rennen? Ja. Und nicht das 26-Stunden-Rennen? Oh, 2018 wurde der Rekord gebrochen. Marius, du hattest recht, 2 Stunden, 1 Minute. Haha, so ja. Schnell läuft ja kein Weltrekord. Nee, sogar 45 Minuten langsamer als der Weltrekord, die Bahn. Ja. Das heißt, der Typ, der steht im Bahnhof, ja, ich fahr los. Ja, ich lauf schon mal los, wir sehen uns da. Ja. Und ist vorher da. Das ist unglaublich. Kommen wir zurück zu Ford vs. Ferrari. In den Hauptrollen zu sehen Matt Damon. Christian Bale. Oh, Bale. Beziehungsweise Christian Bale, der hier tatsächlich Ich habe gerade echt gedacht, so, hä, was für ein französischer Christian Bale? Christian Bale, der hier wirklich einen Briten spielt und auch, ich weiß nicht, ob ihr den im Originalton gehört habt. Der Mann ist ja Brite. Der Mann ist Brite? Christian Bale ist ein Brite. Lustig, ich dachte, der hätte dann so einen Akzent aufgesetzt. Christian Bale ist nicht US-Amerikaner. Das wusste ich aber auch nicht. Ich habe auch immer gedacht, dass er ein Amerikaner ist. Bist du sicher? Der ist doch sowas von US-Amerikaner. Der ist beides. Ist ein britisch-US-amerikanischer Schauspieler. Also wahrscheinlich schon mit deutschen Wurzeln in Marathon. Yo, geboren ist der in Wales. Okay. As you can see. Aber aufgewachsen scheinbar in Wales. Nee, okay, er zog im Alter von 17 Jahren nach Los Angeles. Reicht ja für eine Sprachprägung, das er auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber walisisch ist ja nochmal anderes als. Ja. Der ist ja fast wie ich. Ich bin auch mit 19 Jahren nach Köln gezogen. Ja, du bist genau Jonas. Christian Bale. Jonas, der Christian Bale. Aber ich habe einen Vorteil gegenüber Christian Bale. Der hat hier so ein Ding auf der Nase. Und wenn du das einmal gesehen hast, dann siehst du das immer. Dann springt das dir ins Auge. Auf jeden Fall. Das ist wie Owen Wilson mit der Nase. Mit dieser Nase, die er so eingeknickt ist. Oder Owen Wilson immer wow sagen. Ja. Dann spielen aber noch mit John Bernthal. Ja. Bekannt aus Punisher. Punisher zum Beispiel. The Walking Dead zum Beispiel aus den ersten zwei Staffeln. Wolf of Wall Street spielt er mit. Wo spielt er noch mit? Sicario. Stimmt. Da spielt er den Geldtyp mit den Geldbändern. Ja, stimmt. Der auch Emily Blunt vergewaltigen möchte, ne? In dem Film. Nee, nicht vergewaltigen, aber umbringen. Umbringen? Ja. Ach, stimmt, nee, Moment. Die treffen sich in der Kneipe, schlafen miteinander, beziehungsweise sind kurz davor, aber einvernehmlich, du hast recht. Und dann will er sie allerdings ermorden. So ist es. Ja, weil sie es rausfindet. Genau. Der spielt immer nie. Spielt in Baby Driver spielt er auch mit. Stimmt. Ja. Der spielt aber immer so einen John Burns. Ja, der spielt immer so einen. Oh, in Wind River spielt er auch mit. Da ist er der Wind. Das weiß ich auch nicht mehr. In Wind River spielt. Doch, da spielt er den einen aus der Gruppe von den Männern, die machen. Also, du weißt, was ich meine, aus der diese Bauarbeitermäßigen Typen. Das sind keine Bauarbeiter, aber diese Ingenieure, die nicht so cool sind. Und Peanut Butter Falcon spielt der auch mit. Stimmt. Ja, John Bernthal ist ein unglaublich guter Schauspieler. Ja. Ich sag's offen raus, ich stehe komplett auf diesen Mann, also schauspielerisch. Jetzt wird Henry Cavill aber eifersüchtig. Ja, absolut. Sagst. Aber ich mag den sehr. Ich glaube, Henry Cavill verprügelt den aber. Ich glaube, Henry Cavill hat mehr drauf. Das weiß ich nicht. Du würdest jetzt gerne ein Celebrity Deathmatch zwischen kennt das einer da draußen überhaupt noch Celebrity Deathmatch? Also, das war früher auf MTV, lief das jeden Tag. Klar, richtig geil. Da gibt es auch eine deutsche Version von, die war furchtbar. Ah, die ist schlecht, ja, ich kenne die. Aber das war geil. Der nicht alle Kämpfe. Stell dir vor, da kämpft Billy Bob Thornton gegen Billy Bobby Brown. Das wäre geil. Aber das waren ja nicht alle gut. Nee, aber ein paar Highlights sind schon dabei. Es gab definitiv geile Highlights. Das war schon cool. Die konnten halt Gewalt zeigen, weil es Knete ist. Ja. Geil, absolut. Das war schon sehr witzig, das stimmt. Ford vs. Ferrari. Sollen wir kurz die Handlung noch umschreiben? Ich muss noch eine Sache sagen. Ja. Das verschieben wir auf den nächsten Podcast, dass die Leute hier einfach auch wieder einschalten müssen. Ich habe in so einer Box von mir rumgekramt und hab so eine Geschichte gefunden, die ich mal aufgeschrieben habe, die ich mal verfilmen wollte. Als Kind oder was? Die ist richtig. Jugendlicher. Oh, ich find's mega. Nächste Woche? Ja, nächste Woche. Nächste Woche. Ihr müsst mich dran erinnern, weil ich jetzt auf jeden Fall vergessen. Oh Gott, können wir das mit Jonas? Schreibt das da bitte auf. Auf jeden Fall. Okay. Das ist aus dem Nichts. Auf jeden Fall machen wir das. Geil, da freue ich mich drauf. Die Geschichte heißt
der Schlechter. Hey, das ist ein geiler Name. Das ist ein geiler Name. Der Schlechter aus dem Schwarzwald. Aber schon mit Jonas, mit Ä. Ja, das ist ein Ä. Ich schreibe richtig hässlich. Okay. Ja. Gut, das sah aus wie ein E. Schlechter. Schlechter. Ich könnte auch nur abzahlen. Einen schlechten Schüler einfach. Also jemand, der schlachtet. Ein Metzger. Geil. Okay. Ford versus Ferrari. Ja. Soll ich habe den gestern gesehen. Deswegen, ja, komm, drop. Kriege ich das noch zusammen, die Handlung. Gerade so. Es passiert eine Menge, deswegen ja. Ist das gar nicht so einfach. Und vor allem, es spielt sich zwar in dieser Rennsportbranche, in diesem Rennsportding ab, womit ich halt so gar nichts am Hut habe. So Dito. Gar nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz. Um Himmels Willen habe ich den Film gemacht. Es geht um das Rennen von Le Mans, das schon seit 5 Jahren von der Marke Ferrari dominiert wird wie sonst was. Und es gibt die Automobilfirma Ford, kennt man. Es gibt natürlich noch viele weitere Marken, aber in dem Fall ist es Ford. Und Ford möchte an diesem Rennen teilnehmen und engagiert dafür den Autobauer Carroll Shelby. Der einen gewissen Namen hat, der also erstmal will Ford sogar Ferrari einfach aufkaufen, aber Ferrari beleidigt die ziemlich, um das mal die Kurzfassung zu erzählen, und Ford beschließt, ich will dieses fucking Rennen gewinnen, koste es, was es wolle. Wir sind eine der größten Automobilfirmen der Welt. Ich engagiere die besten Leute, es ist jetzt persönlich, und so wird Carroll Shelby engagiert. Und Carroll Shelby kennt den Rennfahrer Ken Miles. Und Ken Miles. Nach dem sind die Meilen benannt. Genau. und die Puppe von, also der Freund von Barbie. Und Ken Miles ist. Und Gott. Billy Mile Brown. Ja. Sorry. Ja. Ken Miles. Ken Miles. Ken Miles ist ein begnadeter Rennfahrer, unglaublich gut, aber auch Mechaniker und lebt und liebt und leibt für diesen Sport. Und keiner will aber Ken Miles engagieren, weil er einen äußerst anstrengenden Charakter hat. Äußerst anstrengend. Sehr eigenwilliger Typ. Carroll Shelby ist aber, hat auch so eine Legolas-Gimli-Beziehung zu diesem Ken Miles und will seinen Kopf durchsetzen. Und es geht wirklich, alles dreht sich um dieses Rennen von Le Mans 1966, das Ford, das eigentlich, das zum ersten Mal ein Auto für diese Sportart, für dieses Rennen entwickelt. Sind die absoluten Außenseiter, ne? Und darum geht's im Prinzip. Und es ist sehr schwer zu erklären, warum ich diesen Film so faszinierend finde. Wie fandet ihr, ich fang mal so an, wie fandet ihr den? Ich fand ihn großartig. Ich durfte ihn damals im Kino sehen, als er rauskam. Hat mich von der Story her mitgerissen. Es war auch so typisch, boah, hoffentlich bleiben die auf jeden Fall befreundet, die dürfen sich auf keinen Fall irgendwie zu sehr streiten, weil die echt eine geile Chemie zusammen hatten. Das sieht großartig aus, wie es inszeniert ist. Die haben ja Modell, also die haben diese Autos nachgebaut, damit die halt richtig schön verschrottet werden können, wenn die einen Unfall haben und sowas. Ja. Sieht großartig aus. Ich liebe den Ford GT40 als Auto. Ist ein sehr schönes Auto. Ja. Den Ford GT an sich. Und ich habe gelernt, daher kommt der Shelby Mustang. Das wusste ich so. Warum heißt der Shelby? Fand ich großartig. Alles von hinten bis vorne geil inszeniert, schön gemacht. Kamerafilm großartig. Eine super interessante Geschichte. Ja, aber vor allem ist es ja nicht wie zum Beispiel Goal, ein Fußballfilm ist, der eigentlich nur Fußballfans interessiert. Es geht ja auch sehr viel um die Figuren. Ja. Und die sind ja auch, ich war sehr überrascht, so wie viele Facetten all diese Figuren hatten, weil man hätte sehr einfach zum Beispiel auch Henry Ford Jr. Als den etwas. Den Tölpel, der das hätte man auch ganz anders erzählen können, ihn ganz anders skizzieren können, diesen Typen. Wenn der mit dem Auto fahren muss. Ja, es ist großartig. Das ist so eine tolle Szene, ja, absolut. Ja. Und du, ich habe jede einzelne Figur, so wie sie war, abgekauft. Auch selbst die Frau von Ken Miles, die halt mit ihm durch dick und dünn geht und ihn unterstützt durch all diese gesamte Scheiße, und war auch teilweise richtig am Ende, finanziell vor allem, war eine so großartige Figur. Ich fand die so vielschichtig und so überzeugend und so. Ich fand diesen Film echt von vorne bis hinten toll. Ja. Du, ich Jonas? 72er Skala. Bei mir war es genauso. Ich interessiere mich auch null für Rennsport. Das habe ich auch schon, glaube ich, 1000 Mal bei Whiplash gesagt. Ich interessiere mich nicht null für Jazz oder für Schlagzeug. Mhm. Aber wenn es Filme schaffen, mir so ein Thema so schmackhaft zu machen und einfach so eine tolle Geschichte erzählen, die, ich meine, du könntest es ja auch
austauschen. Ja, ja, also, absolut. Also das ja. Thema. Das könnte es auch trotzdem, es könnte trotzdem ein Fußballer sein, Film. Zum Beispiel. Und das ist, ich finde, das ist große Kunst. Und ja. genau, ja. wie Marius gesagt hat, die ganze Inszenierung, das ist. Dieser Film, das ist so Gänsehaut, auch wenn die Motoren da angehen und du Kino, halt wirklich da drin steckst. Kino, ja, genau. Ja, voll. Du hast reingezogen in diesen Film. Das ist ja, total. Richtig nice. Boah, das ist ein bisschen Untergang, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. Ja, komisch glaub, mit dem Titel. Ja, ich habe in beiden Titeln. Ich finde beide nicht so. Auch ich finde beide nicht so. Das hört sich an wie so ein Billo Fight Game. Findest du? Ja. Also es wird ihm vielleicht nicht gerecht. Meinst du, der nicht. Film hätte besser performt, wenn er Vroom geheißen hätte? Oder Fast and Furious, The Real Deal. Oder Driver Man. Two Driver. Drive fast. Too fast for you, aber mit einer 2 und einer 4. Build fast, drive faster. 24 Hours. Stimmt. Nee, 24 sehen mit Kiefer. So, nein. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Oder sowas, 24 ja. Stunden der Gewalt oder sowas. Boah, gibt's nicht ein. Ah, nee, ich weiß nicht. Oh. Es gibt so, aus den 60ern tatsächlich auch mehr Rennfilme aus dem Genre halt. Ja. So, vor allem, ich fand's so witzig, der gute alte Schauspieler Steve McQueen kommt ja. darin so quasi vor. Ja. Natürlich nur immer Rande und so weiter, aber es wird immer wieder McQueen genannt und schön. Also, man, ja. weil, man wenn man sich so ein bisschen für Filme interessiert, dann weiß man, ja. dass Steve McQueen großer Rennfan war. Bullet. Sowohl Autos als auch Motorräder. Und dass der gar nicht so erfolglos war als, als tatsächlicher Rennsportfahrer. Ja. Und der sich eigentlich die Karriere hätte aussuchen können, ob er jetzt Schauspieler wird oder Rennfahrer. Ja. Der stimmt, der kommt ja auch kurz mal vor bei Once Upon a Time in America. Glaube ich, bei so einer Party. Echt? Ja. Ja, Steve McQueen ist auch da, ja. Ach, krass. Hatte ich gar nicht mehr auf dem. Und er wird gespielt von dem Typen mit dem Gesicht und den Augen und den roten Haaren oder so. Ja, der so groß ist. Ja, so groß. Der andere Steve McQueen. Ja. Auch schön, in einem Podcast irgendwas mit den Händen zu zeigen. Ne? Also guck, so groß ist der. Ja, so ungefähr. Ich fand den toll, also so ja. 72er-Skala, also ganz subjektiv. Wir müssten übrigens noch mal erklären, weil ein paar Kommentare bekommen. Was warum 72er-Skala? Ne? Weil 72er-Skala ist eine Skala, die wir erfunden haben, wo wir einfach komplett subjektiv und einfach sagen, wie viel Spaß hatten wir damit beim Gucken. Ja. Ohne Wenn und Aber. Und warum 72? Weil 72. Halt. Darum. Ist so. Ja. Ich gehe auf die 70. Dito. Ich glaube, ich bin bei der 2. Nee. Jonas. Ich gehe zur 69. Ja. ja. Ja, sind wir alle ungefähr gleich, ne? Ja. ja. Jetzt muss wieder den Durchschnitt durchrechnen, wie beim letzten Podcast, als wir das. Oh, nee. Und dann muss Alper wieder den Median ausrechnen. ja, aber 70, 70, 69, 70. Ja. nee, 100. Weil 70 ist. Weil 100 und. Ja. Weil durch 10 alles teilen und. Ja, das stimmt. Wir haben Jonas verloren. Ja, das stimmt. Aber echt ein Film, da gibt's, ich weiß nicht, was ich dran aussetzen würde. Film ich wüsste es auch nicht. So. Vor allem, der hat halt eine gewisse Länge mit 2,5 Stunden und das stört gar nicht. Man will nach dem Film ja auch keine Fehler suchen. Also, ja. ich meine, das ist einfach ein tolles Erlebnis. Ja, scheiß mal auf so Skalen. mich hat keine Sekunde gelangweilt. Also, wenn ich das vergleiche mit Cruella, die haben halt eine ungefähre gleiche Länge. Cruella ist sogar ein bisschen kürzer, glaube ich. Ich fand Le Mans 66, Ford vs. Ferrari, 1000 Mal unterhaltsamer. Ja. Ganz ehrlich. Fand ich, und vor allem dann habe ich mich halt, wie ich das gerne dann nach so einem Film mache, mich auch tatsächlich mit der Historie dann auseinanderzusetzen. Mhm. So, was war davon jetzt wirklich real und was nicht. Und es ist ja erstaunlich, dass doch relativ viel stimmt. Also zum Beispiel, ich werde jetzt nicht spoilern, aber dieses Ende, wer das Rennen gewinnt, ich dachte mir so, komm. Nee, ist es. Na komm. Ja. Das ist wirklich so passiert. What fies, the fuck? Ne? What the fuck? Ja. Boah, das ist auch so richtig schmerzhafter Moment in dem Film. Ja, total. Total. Und das ist halt auch so eine Sache, so ich habe so, und das liegt aber halt auch wirklich an diesen großartig gespielten Figuren. Christian Bale und Matt Damon fand ich phänomenal im Film. Ja. Aber auch, dass die so komplex sind einfach. Also auch dieses Familiending von Ken Miles, das hätte so reingedrückt sich anfühlen können. Überhaupt nicht. Sowohl der Sohn als auch die Frau, toll. Also wirklich durch die Bank. Und dieser Sohn, was ist das für ein Junge? Das ist also schauspielerisch war, das finde ich ganz, ganz, ganz großes Kino. Ja. Da kannst selbst du als sonst Kinderschauspieler hast du doch nichts sagen. Das ist, oder? Halt, das ist halt der Beweis, es geht richtig. Ja. Man muss nur einen guten Regisseur, ein gutes Drehbuch haben, und dann ist ja nichts gegen Kinder zu sagen. Aber wenn du sie scheiß inszenierst, inszenierst du sie jetzt scheiße an. Dann Jurassic World. ja, boah. Das waren wirklich miserabel. Aber da sind ja nicht nur die Kinder schlecht inszeniert. Ja, absolut. Aber hier großartig. Also auch dieser Junge. Und ich.
wüsste auch nicht, was ich an diesem Film so groß aussetzen soll. Und es ist ja auch, Regie geführt hat James Mangold. Der auch, was hat er sonst noch gemacht? Logan. What the Line? Logan? What the Line? What the Line? The line. Logan? Was hat er eigentlich noch gemacht? Ich und Wolverine hat er auch gemacht. Ach, stimmt. Ja. Hat er sonst noch irgendwas gemacht? Ich weiß es gar nicht. Filme, das sind die andere Filme von James Mangold. James Mangold hat ein paar richtig gute in seiner Auf jeden Fall. Also der Mann ist ein guter. Liefert ab. Ich habe hier jetzt gerade die Liste offen. Ansonsten halt so ein paar Fernsehgeschichten. Night and Day, aber Night mit K, welcher ist das? Oh, ist der mit Cruise? Tom Cruise? Tom Cruise, der, ja. Ist das nicht auch einer von diesen Filmen mit irgendeinem Agenten, der eine normale Frau rettet? Und in dem Jahr kam auch noch mal so ein Film raus mit Ashton Kutcher, wo so was Ähnliches passiert oder was? Aber ja, es geht scheinbar um ein ne? Ist das nicht so ein typisches Agentenpärchen-Shit? Ja, genau. Und genau im gleichen Jahr kam dann noch mal so ein Film Mr. raus. So Mrs. Smith-mäßig? Ja. So ein bisschen? Nee, aber so ähnlich. Ja. Ich hab Night Day nicht gesehen. Der hat auch einen Film inszeniert, das wusste ich sogar. Und der ist großartig, der Film Copland. Copland. Oh, 97 stimmt. Mit Sylvester Stallone. Ja, wo der. Wirklich, wirklich großartiger Film. Vorher spoilern. Ja. Wo er einen Polizisten spielt. Aber ich muss den. Das ist wirklich ein Film, den ich vielleicht als nächstes gucke, weil ich muss Copland? Den nochmal gucken. Copland ist auch ewig lang her. Ja, bei mir auch. Und er wird den fünften Teil von Indiana Jones übernehmen, ne? Die Regie. Das ist eine Lüge. Das ist kein. Was? Macht er? Der macht den fünften Indiana Jones, ja. Vielleicht. Nein, ich weiß nicht. Ja, aber das ist halt das, was mir wieder so ein Hoffnung. Bisschen Hoffnung gibt, ja. Oh Gott. Indiana Jones 5, eine neue Hoffnung. Stell es mal vor, ein guter Indiana Jones-Film. Mal wieder. Ne? Das wär, ja, aber wenn es doch jemand kann, ist es James Mangold. Aber. Es sind immer diese Männergeschichten, ne, bei James Mangold. Ja, aber nee, das ist. George Lucas und Steven Spielberg haben auch noch was mitzureden. Ja, klar. Und wir haben eben gehört, was die beiden ja. Indiana Jones 1 gemacht haben. Jünger, too old, too old. Aber also ich bin wirklich sehr überrascht gewesen, wie großartig ich den dann doch fand, den Film. Also wie viel Spaß ich damit hatte in Le Mans 66. Ja. Auch, ich fand's mega krass, es gibt diese eine Figur, der ist Henry Ford Jr. direkt untersetzt, der so ein Marketing-Heini, nenne ich mal, so ein klassischer, das ist ja auch diese Geschichte, alles gegen die Suits, gegen die Anzugträger. Also Carol Shelby muss sich immer wieder gegen diese Anzugträger von Ford irgendwie durchsetzen, die dann für die PR immer komische Entscheidungen treffen wollen. Und Ken Miles kann es nicht sein, weil der zu provokant ist oder was weiß ich. Da gibt es diesen einen, der wirklich das ziemliche Arschloch ist, so die Arschlochrolle einnimmt. Und selbst das fand ich total glaubwürdig und gut gespielt. Und es war so eine Figur, die man wirklich so auf eine sehr gelungene Art und Weise liebt zu hassen. Mhm. Die war so hassenswert, aber so durch und durch, aber halt nicht so übertrieben cartoonmäßig böse, sondern sehr glaubwürdig. Mhm. Das fand ich schon. Das war einfach gut erzählt alles. Ja. Ich finde halt Carol Shelby sitzt ja quasi immer so zwischen den Stühlen. Jetzt dieser super populäre Typ halt, der halt diese PR-Sachen auch mitmacht. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch ein Rennfahrer und ist ja so ein bisschen so, ja, du hast unsere Sache so ein bisschen verraten, ne? Dieses, ne, am Motor schrauben und rumfahren statt halt so Schickimicki-Wagen. Und hat mir ein bisschen wehgetan, als er halt über den Ford Shelby meckert. Meinst du so, boah, hässlich. So, ist ein geiles Auto. Ja. Aber auch, was ich bei dem Film finde, das ist einfach liegt mit komplett an der Kameraarbeit, wie sich das alles anfühlt. So, wenn dann plötzlich Nacht wird in Le Mans und der Regen einsetzt, das spürt man, finde ich. Und richtig geil sind halt glühende Bremsbeläge. Oh ja. Deswegen habe ich gerade auch nachgeguckt, der Kameramann heißt Fedon Papa Michael. Papa Michael, also wahrscheinlich so ausgesprochen, weil er ist Grieche. Mhm. Aus Marathon. Ja. Aus. Das wäre witzig, wenn er jetzt aus Marathon. Nee, tatsächlich aus Athen. Ah. Ist ein Athener. Ja. Der läuft in Athener. Aber der fährt ihn. Arbeitet scheinbar öfter mit Mangold zusammen. Ah. Zum Beispiel in Night and Day, in Todeszug nach Yuma, der auch von Mangold ist. Oh. Ja. Oh, mit Christian Bale. Sollte man auch noch erwähnt haben. Und Walk the Line, da hat er auch schon die Kamera gemacht. Geiles Team. Macht er aber nicht zufällig auch Indiana Jones? Das weiß ich nicht, aber der hat zuletzt The Trial of the Chicago 7 gemacht, die Kamera. Ja, krass, auf jeden Fall. Coole Dudes. Das kann man so sagen. Aber tatsächlich bisher nur eine Oscar-Nominierung, nämlich für The Trial of the Chicago 7. Den Oscar hat er aber nicht gewonnen. Gut. Ja. Für nächste Woche haben wir ja Sweet Tooth, ne? Sweet Tooth. Das ist also jetzt safe. Ja. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe was auf Letterboxd gesehen, auf unserem Account. Da führen wir ja ein Filmtagebuch. Jonas hat den Film The Map of Tiny Perfect Things gesehen. Was? Schrecklich? Ja, richtig. Was ist das?
Das ist Groundhog Day als Teenie-Liebeskomödie. Also und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ja. Oh Gott. Ich habe das nämlich gesehen. Also du kannst den nicht weiterempfehlen. Nein. Warum und wo? Also der ist total belanglos und mega langweilig. Warum guckst du ihn? Also ich weiß nicht. Das Thumbnail sah nett aus. Ist der bloß auf Netflix oder was ist das? Nee, das ist ein Amazon so, Original, glaube ich. Und dann hat er mich so angelacht, habe ich mir so, ja komm, dann gucke ich den mal an. Weil so Zeitschleifen sind doch eigentlich ganz interessant. Aber der Film hat es geschafft, Zeitschleifen scheiße zu machen. Da habe ich gedacht, so, cool, jetzt hat Amazon es nicht nur geschafft, so Generationen-Raumschiffe uncool zu machen, sondern auch Zeitschleifen. Einfach nur Gift für alles, ja, genau. Aber wenn du das schon sagst, es gibt einen relativ neuen Film, der hat auch die und täglich grüßt die grüßt das Murmeltier-Geschichte. Aber so als sehr, sehr in wirklich, wirklich witzig mit J.K. Simmons. Oh. Mit, wie heißt der? Sam Ashberg. Sam, wie heißt der? Andy Samberg, so heißt der, ne? Ja. Andy Samberg? Ja, Andy Samberg. Und der Dame, warte, wie heißt sie? Kristen Milioti. Das ist die kennt man, das ist nämlich, ich sag mal, die Frau aus How I Met Your Mother. Okay. Die drei spielen so die Hauptrollen in dem Film, beziehungsweise J.K. Simmons eher eine Nebenrolle, aber eine sehr witzige. Und der Film hat halt auch dieses Erzählmuster, Zeitschleife, ist aber saulustig. Wo gibt's den, weißt du das? Das muss ich nachgucken. Aber dann hast du vor kurzem. Wie heißt der überhaupt, der Film? Achso, Palm Springs heißt der. Palm Springs. Ah, Palm Springs. Also schon gehört. Ah, Moment, also ich glaube, du hast mal drüber erzählt. Ja, hast du den nicht auf dem Fantasy Filmfest gesehen oder so? Ich habe den auf jeden Fall zu Hause gesehen. Ich weiß aber nicht mehr. Das war presseverführungsmäßig. Oh, ich glaube, den gibt es noch nirgendwo zu sehen. Okay. Es gibt eine Prinz von BR-Folge, da wollen die nach Palm Springs fahren. Aber wenn ihr mal in die Möglichkeit erhaltet. Eigentlich müssen wir für den Filmclub dieses Tiny Map of Perfect Things bitte. Boah, doch, das wäre eigentlich geil. Haben wir letztes Mal gesagt, wir wollen nicht mehr so viel nach Scheiße Voyagers gucken. Achso, wir gucken jetzt immer einen guten, dann wieder einen richtig schlechten. Wir gucken jetzt erstmal diese Serie auf Netflix. Und dann gucken wir nächste Woche mal, was im Filmclub danach die Woche ansteht. Schreibt in die Kommentare, dass wir Tiny Map of Perfect Things und Screenshots. Im Juli, 9. Juli, erscheint Palm Springs. Und das war für mich so eine richtige Überraschung, weil ich mir von Anfang an dachte, ach, der wird schon okay sein irgendwie. Andy Samberg ist immer irgendwie sympathisch und lustig. So, ich weiß, was ich bekomme. Ja. Und der war halt um mehrere Ecken besser. Okay. Und ist kreativ und clever und witzig. Die Figuren sind sympathisch. Boah, dann wirst du Tiny Map of Perfect. Oh, ich würde den richtig hassen. Ja, deswegen, guck Palm Springs. Ja. Guck seine Sachen an, das ist ja furchtbar. Ja. Das war auch so richtig so, ja komm, durch die Pflichterfüllung gucke ich den jetzt noch zu Ende. Ja. Es ist auch, ich glaube, nächste Woche ist es soweit und die Blu-ray-Box von Indiana Jones erscheint. Die fette. Die richtige. Mhm. Nicht nur auf Papierhüllen. Gebrannter Rohling, wie sie aussieht. Ich glaube, neue Zuschauer verstehen gerade gar nichts, oder? Mhm. Ich habe mich auf ein Rezensionsexemplar gefreut darauf und dann kam das in vier Umschlägen. So, Indiana Jones 4K-Abtastung neu, komplett mit Extras und bla. Aber ich hab's noch nicht gesehen, aber ich freue mich auf so einen richtig geilen Filmabend, wo ich vielleicht zumindest Teil 2 und Teil 3 nochmal gucke, aber auf Englisch in Dolby Atmos. Nice. Huiuiui. Die deutsche Spur ist nicht in. Nee, leider nicht. Nur das die englische. Die haben ja irgendwann nochmal eine neue Synchro gemacht für Indiana Jones. Das hört sich. Weil Wolfgang Pampe heißt er, glaube ich, der Synchronsprecher von Harrison Ford, ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Das hört man leider raus. Ja. Also ist halt blöd, denn ihr seid nochmal einen jungen Indiana Jones quasi synchronisiert. Naja. Wie so oft ist das ja, dass man irgendwie sich auf Filme freut und dann ist das Marketing irreführend. Das war eine gute Überleitung, ne? Dazu haben wir nämlich ein Video gemacht, so Filme, die komische Trailer haben, die komische Poster haben, die komische Titel haben und wo man was anderes kriegt, als man erwartet hat. Schaut, Leute, da draußen, guckt gerne auf dem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back vorbei. Da spreche ich über genau diese Filme und wie das so passiert. Und es gibt sogar eine persönliche Anekdote, habe ich es mal genannt. Geil! Außerdem hat unsere freundliche Kollegin Always, ist komisch, wenn man jemanden freundlich nennt, ne? Freundlich. Always X Caro, die hat ein Video gemacht über, die hat ja in der Serienwelt gefühlt alles geguckt, aber sie hat tatsächlich mal ein paar beliebte Serien thematisiert, die sie noch nie gesehen hat. Wie zum Beispiel OC California. California! California! Das hat uns dann und dann, wenn ihr schon auf YouTube unterwegs seid, geht auf Cinema Strikes Back und abonniert.
Lasst ein Like da auch auf den ganzen Podcast-Plattformen. Ja, geil. Und kruschelt uns. Kruschelt mich am Glied. What the fuck? Nein, Grüße gehen raus an den Funkabgeordneten. Ja. Geprankt. Pranknend ist immer noch Gold. So, das längste Outro gibt's. Okay, tschüss. Okay, ciao. Tschüss.